Ja, was, aber ne? Können wir gerne nachholen. Anni war sogar in meiner Morningshow damals. Stimmt. Mann, ist das lang her. Als wäre es ein anderes Leben gewesen. Ich war auch in deiner Morningshow. Ja, du warst der erste Gast in meiner Morningshow. Bist du auf dem Fernsehen? Ja, voll. Ja. Hast du eine Morningshow? What? Hey, ich war nie in deiner Morningshow. Fischi hatte du hattest deine Abendshow. Was machst du in meiner Morningshow? Hey, lass uns bitte nicht darüber reden, okay? Das war lustig. Bitte nicht darüber reden. Das war so lustig. Ist doch okay. Jeder darf mal bei jedem gewesen sein. Ja. So nichts dabei. Ach, Anni, du warst auch bei Becky in der Show. War schon sau lange her. Ja, dann haben wir Cosplay gesprochen und einen Zauberstab gebastelt aus Stäbchen. Ein Zauberstab. Ja. Ja, das war super gut. Mit dem Wobbler. Haben wir Wobbler benutzt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ist fast alles angezündet in dem Studio. Mit dieser, ja, mit dieser Pistole da. Stati? Ja, gern. Ich kann auch nicht so warte mal, lass uns das überlegen, was wir für einen Satz. Oh, nee. Also mein Chat hat sich schon voll gespammt. Eher unkreativ. Das schaffe ich nicht mehr. Chat. Wir haben jetzt Zeit. Wie fies darf es denn werden? Ja, super fies. Super. Okay. Achso, oh Gott, jetzt habe ich was ultra nicht fieses geschrieben. Ich werde gebannt nach Matthäus Peniszeichnung. Hey, sind Raketen, es sind alles Raketen, das haben wir von Rezo gelernt. Stimmt, wir malen keine Penisse, das sind alles Raketen. Schlau. Oh, sorry. So, ich finde meins ist gut gewesen. Chat, gib mir Vorschläge. Oh nein, ich hab mich... Nee, mach nichts, ihr müsst eure eigene Kreativität benutzen. Ich hab mich fast verschrieben. Kann ich irgendwas Sexuelles sagen mit dem Zauberstab von vorhin? Ich hab einfach die Vorgabe genommen. Ja, mit einem Zauberstab. Ernsthaft, Lara, schon wieder die Vorgabe. Ich bin unkreativ. Warte mal, was? Hä? Okay, wir Alter, wie male ich das denn? Wir müssen die Frage mit den das Haarfarben Bart geschrieben klären. Haben, weil diesen Schreibstil kenne ich noch nicht. Also in Gartic Phone habe ich schwarze Haare und meine Frisur sieht aus wie so ein Topfschnitt. Okay. Okay, das kriege ich hin. Hm. Aber das ist ja auch nicht nur in Gartic Phone so, das ist ja auch im echten Leben so, ne? So, jetzt gibt es gleich Ärger hier. Du hast eigentlich schon orangene Haare mittlerweile, ne? Ja, die sind so ausgeblichen, Pain. Aber ich wie sieht denn Mickey Mouse aus? Ganz kurz mal jetzt hier. Was? Mickey Mouse? Hä? Zwei große Ohren und schwarze Ohren, ja. Hautfarbenes Gesicht und rote Hose. Was? Hautfarbenes Gesicht? Gelben. Hautfarbenes Gesicht? Ja. Der hat ein hautfarbenes Gesicht. Hat er wirklich, ja. Mickey Mouse? Ja. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja wirklich grauslich. Alter, das ist ja das hässlichste, was ich jemals in meinem Leben gemalt habe, Digga. Das macht ja gar keinen Sinn. Es tut mir so leid. Ey, ich muss auch erstmal warm werden hier. Das geht ja. Ist einfach, es ist eher eine Gurke oder sowas. So. Ah, nee, warte mal, das müssen wir anders machen. Ach, scheiße, Papo ist ja so ein guter Zeichner. Oh. Ist er das echt? Nee, geh weg. Ja, ja. Ich hab. Geh weg, Papo. Ich will nicht mit guten Zeichnern spielen. Ich zeichne nicht. Becky, hast du blaue Augen? Ja. Oh nein. Okay. Warte mal, haben zwei Leute irgendwas mit Becky geschrieben? Ja, wahrscheinlich. Nein. Bestimmt. Hoppala. Papo, du hast einen Bart, ne? Wenn man das so nennen möchte. Nee, du hast einen soliden Bart. Ich hab den schon gecheckt. Ja, Christo hat einen soliden Bart. Okay, danke. Das bedeutet mir wirklich viel, dass ihr das sagt. Vor allem, wenn es zu mir kommt, ne? Ja. Du weißt eh, dass ich dich liebe. Weil er... Hart mit du hast so viel Liebe hier. Wir sagen uns mittlerweile so, wie das für uns Bart, kannst haben. Du meinen Bart auch raten? Ultra glücklich. Dein Bart, Anni, ist eine solide 9,3. Wow. Oh. Zeit haben wir noch. Scheiße. Ah, ich hab keine Zeit mehr. Ich hab so schier gezeichnet. Oh. Ach so, hässlich, bevor wieder keiner versteht, was ich sag. So, was hast du gesagt? Schier. Oh nee, oh, das wollte ich nicht. Jetzt denkt sie sich wieder Wörter aus. Was ist das österreichische Wort? Du hast auch immer so Glanz in den Haaren, ne? Weil du so ein Haarpfleger bist. Ja, ja, ja. Ich hoffe, das kommt jetzt hier so rüber. Malst du jetzt mit so den Ultra-Details oder was? Alter. Na klar. Oder Lara zeichnet auch so Ultra-Details. Oh, Alter, hört mal auf, immer so schön zu zeichnen. Was? Was ist denn das? Dafür. Was ist das? Warte, wer ist von uns die Blonde? Wer ist von uns die Blonde? Becky. Ich bin die Blonde. Also du bist blond in Gartic Phone? Ja. Also anscheinend. Hoffentlich nur in Gartic Phone. Was soll das sein? Was ist denn das? Was ist denn das? Oh Gott, ey.
Boah, ich bin so in Anno noch drin gewesen. Ich habe bis vor einer Sekunde noch Anno gespielt. Mein Chat muss mich mit einer Donation daran erinnern, dass ich jetzt rüber muss. Ich bin so in diesem Tunnel gewesen. Hey. Leute, müssen Geld bezahlen, machen, damit Leute. Ich weiß, was ich machen muss. Oh. Was ist das denn? Oh Gott, was soll Nein, das, denn? Das kann doch keiner zeichnen. Ey, Leute, ich zeichne mich den ganzen Tag selbst. Hört auf. Gott. Das Ding ist, ich kenne, also ich weiß ich gar nicht, Matteo wie ich schon perfektioniert nach Blonde, dem letzten Stream. Schulterlange Blond. Arme. Blond, geile. Ich glaube, das reicht. Okay, also gut, geil das reicht blond. Mir. Das kriege ich hin. Richtig, richtig geil blond. Wer ist geil und blond? Minirock. Meistens Minirock. Okay. Sexy, und geile. Meistens. Ja. Ich mach jetzt einfach auf süß, ne? Riesige Titties. Unter der Dusche? Was? Okay, das war ja der Dusche. Wie sieht denn der nochmal aus, Digga? Was? Der so eine Nase? Ich habe die perfekte Nase, wird mir immer gesagt. Das macht mich auch mal sehr froh. Danke, mir wird immer gesagt, ich habe eine Riesennase. Und perfekten Bart. Ey, Christo, Mann, du bist einfach perfekt. In jeder Hinsicht. Ich finde Christo voll die schönen Lippen. Also Bart voll hat auch Mund. Eine perfekte Nase, finde ich. Meinst du mich jetzt? Du hast doch noch nie meine Lippen gesehen. Wieso ist es hier gerade so sexuell aufgeladen? Ich folge dir bei immer jedem. Das oder? Das ist wie ein Spruch am Anfang, jeder mit jedem. Das war aber mir so leise, warte mal. Ich muss erst zeichnen, dann kümmere ich mich um den Rest. Ja, warte mal, noch was anderes. Die wichtigen Dinge im Leben. Nee! So. Nee, warte, dann machen wir mal so. Oh Gott. Und dann hier noch. Scheiße. Oh, für Anni habe ich jetzt gar keine Zeit mehr. Och nee. Anni, es tut mir so leid. Das wird nicht. Same, ich habe auch gar keine Zeit mehr für mich. Oh, Pain. Oh, oh. Ich weiß okay. Noch hübscher machen. Jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's hässlich. Wie sieht denn sowas aus? So. Was? Aber Anni, du hast Leute. Nee. Oh, oh. So minimalistisch, aber man wird es erkennen. Oh mein Gott. Mega gut. Schnell ausmalen. Scheiße. Ah, no time. No. Wo ist denn hier offen? No. Scheiße, das ist schlecht. Das ist schlecht. Seise. Okay, so zeichnet die Art immer so schön. Alter, was ist das denn? Ja, das oh mein Gott. So, also auch nochmal für mich, behaart mit Bart ist braun oder Papo? Also braun mit den Haaren oder... Papo auch schwarz. Papo schwarz. Ich hab dunkle Haare, also nicht braun, sondern ganz dunkel. Meine sind eher braun. Okay. Meine sind eher so... Okay. Ja, keine Ahnung. Das ist so geil. Ach so, nein, Papo... Ah, nein, ich weiß es. Ich erkenne es. So. Shit! Das ist eigentlich ein Alligator, ne? Oh, ah, ich kann nicht mehr weiterschreiben! Ah! Oh Gott, jetzt hab ich mich verschrieben. Okay. Was? Was ist das? Was ist das? Der Satz ist was ist eine Rattenmaus? Oh mein Gott! Jetzt muss ich mich beeilen. Okay. Warte, ich auch. Ich glaube, das ist hier ein Insider, den ich noch nicht kenne, aber ich werde es jetzt einfach mal so vermuten. Oh, verdammt. So? Okay, Lara, okay. Bitte mal. So. Wie war Anis Haarfarbe nochmal? Orange und rot, ne? Einfach rot, dann kann man mich und Lara besser auseinanderhalten. Ja, das habe ich jetzt. Wir machen da immer die braunen Öhrchen drauf, einfach. Manche, ja, ich mach's auch Bart, ne? Was habe ich? Ja, teilweise so ein bisschen, ja. So Vollbart oder? Nee, so. So. Ja, 3 Tage Bart oder? Ja, so 3 bis 5 Tage so. Ah ja. Kennst du den Glöckler? Okay, Anni, ey, dieses Actually Meme müssen wir sterben lassen. Das muss sterben, okay? Ich krieg so komische Bilder und so, Foto geschoppt, ich will es nicht mehr sehen. So. Jetzt kommt natürlich nur auf die wichtigen Dinge an. Oh nee, das muss... Ich
bin jetzt nicht sicher, ob das das Richtige ist, aber ich hoffe es einfach mal. Was macht die mit dem Baby? Ja, wie zeichne ich denn den anderen? Sie wird's essen. Das ist halt also ganz besonders. Kein Plan. Gibt es sowas wie eine Pipette, dass man die Farbe aussuchen kann? Nee, ne? So, nee, du kannst unten auf eine Pipette gibt's nicht, aber du kannst unten auf das große Feld klicken und die Farbe ändern. Oh no. Nee, das wird nix. Ja, das wird nix, Leute. Das. Scheiß drauf. Nicht mehr, schade. Scheiß drauf. Ach, Scheiß Gott, drauf. Ey, Pain. Ja, mir geht's ähnlich. Ja, das hätte man auch besser machen können. Das ist einmal die Zeit. Ist die Zeit weniger geworden oder so? Nee, ne? Ich ja, nur langsam. Leute, das ist super langsamer, ne? Was ist denn hier? Was soll das denn sein? Oh Mann. Hoppala. Oder so, irgendwie in die Richtung. Wie gut das gezeichnet ist, ey. Mega. Schreibt man das so, Leute? Chat, schreibt man das so? Ihr zeichnet einfach alle viel zu gut. Vor allem Matteo wird immer so schön gezeichnet. Oh, ich hab's doch falsch geschrieben. Ich hab gar nicht übertreibt. Yay! Es geht los! Wie alle voll gut zeichnen können. Ja, und dann ich. Yay! Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja. Bin bereit. Mein Körper ist bereit. Fettes Krokodil im See. Okay. Ja, oh, nice. Hey, das ist gut. Geil. Das ist geil geworden. Ein Krokodil badet plus. Oh. Badet plus. Also nicht normal baden, plus. Ja, das ist extra. Oh, süß. Oh, geil. Oh, wie süß ist das denn gemacht? Mit den Blasen. Ein Alligator macht ein Schaumbad in der Badewanne. Okay, Alligator ist aber komplett daneben, ne? Das zählt jetzt voll Quatsch. Vorbei. Minuspunkte. Aber, ja. Wie cool. Ey, mehr wie Godzilla. So kann auch so geil zeichnen. Mhm. Das ist Krokodil nimmt sein Messer. Der ist nicht depressiv. Der ist jetzt gelangweilt. Ja. Wie traurig ist das denn? Becky als Pirat. Oh Mann. Was? Oh, das habe ich nicht. Okay, bei mir kam was dazu. Wegen der Augenklappe. Ich habe gestern eine Augenklappe getragen den ganzen Tag. Wegen dem Auge. Becky ist ein Pirat mit Augenklappe und Holzbein. Ey. Ja, wir sind noch dran. Alter! What? Oh mein Gott, Lara! Jetzt mal ganz ehrlich. Warum bist du Streamer? Ja. Sorge an der Mond. Das sieht aus, als wenn du deinen Staubsauger hinhältst. Was ist denn? Welcher Staubsauger? Das beißt. Also, Fischi, was ist denn bei dir los eigentlich? Was ist denn bei dir los? Guck doch mal, das ist wie dieser Aufsatz, dieser breite Aufsatz vom Staubsauger. Alles sieht aus wie ein Pirat, das ist ein Holz. Ich weiß nicht, warum, ich hab mir das doch nicht ausgedacht. Holzbein, was ist denn mit dir? Oh, bei mir lädt es nicht weiter. Okay, beste Runde bisher. Ja. Die Stern Becky ist mit Gaffertape angepasst. Klar, logisch. Mit Gaffertape. Mit Gaffertape. Ultra geil. Richtig geil. Starke Runde. Ja, wirklich gut. Oh mein Gott. Matteo malt eine Rakete. Aha, okay. Ja, du malst, okay. Malen. Ja, muss ich dann malen. Hab ich dann gemalt. Ihr könnt alle so gut malen. Matteo. Ultra schön. Tolle Rakete. Warum seid ihr alle so eine Rakete ein? Was? Anni! Nee. Ich kann nicht aussteigen jetzt. Nee. Matteo cremt seine entzündete Rakete. Oh Gott. Alter, wie gut. Wo ist sie denn nicht? Die ist nicht entzündet. Matteo cremt eine Rakete. Doch, die ist vorne rot. Feuchtigkeitscreme. Stark. Schön. So gut. Ihr habt es gerettet noch. Ihr habt es noch gerettet. Geil, danke schön. Papo ist ein Auto und Bart fährt in ihn. Oh, geil. Fährt in ihn oder in ihm? Ach, in ihn. Ach Gott, das habe ich auch nicht kapiert. Ich wurde gebaitet vom Chat. Ich habe das in ihm geschrieben und hat der Chat gesagt, du hast dich verschrieben, habe ich schnell korrigiert, ohne es zu lesen. Ich bin dumm. Es soll in ihm heißen, natürlich. Oh, geil.
Ich hab's nicht gecheckt. Och, sorry. Ey, kein Ding, meine Zeit ist doch voll gut. Papu sitzt in einem Auto, das Flöte spielt. Ey, Racing. Ich hab's auch nicht gecheckt. Ich finde ich. Oh, hey, guck mal, warum könnte ich nicht gut? Paco fährt in einem roten, Flöte spielenden Auto. Aber wie habt denn ihr Papo da erkannt, Lara? Schwarze Haare. Schwarze Haare ohne Brille. Okay, klar, eindeutig. Ja, muss sein. Ja. Das muss er sein. Matteo ist betrunken und erzählt wirren Kram, wie immer. Ja. Ich war schon über ein Jahr nicht mehr betrunken, glaube ich. Matteo singt besoffen Schlager. Oh nein. Oh Gott. Oh, das sieht mega aus. Ich habe es halt instant erkannt. Matteo singt betrunken. Ja, ey, stark, stark. Nice. I did it. I did my part. Nice. Oh, okay. Süß, mit der roten Nase. Ja. Matteo singt betrunken und hält ein Bier in der Hand. Ja, das ist full circle. Ja, das ist perfekt. Voll. Lara, hast du früher mal viel so Manga gemalt? Ja, so Manga? Stimmt. In der 5., 6. Klasse so hat man dann. Ah, okay. Ja, weil es kommt noch raus, so ein bisschen. Aber es ist stark entwickelt gewesen damals schon scheinbar. Ja. Christo, hast du früher so Picasso nachgezeichnet, oder? Also, ja, auch ab und zu. Immer so raus, Mickey Maus frisst Ennis Unterwäsche. Voll Unterwäsche? So Kacke, Mann. Ich konnte das nicht malen. Also nur die Unterwäsche erkennt man nicht. Der Rest ist gut geworden. Ich finde, Mickey Maus ist richtig gut. Was ist das? Also wenn ihr gleich Annie hat Angst am Ende vor der Menschen, F. Faris sind der Mickey Maus. Oh, oh, aber gut. Das ist ein Maus dabei zu sehen, wie eine riesige Rattenmaus ihr Baby. Ah, ihr Baby. Und ich dachte, so Rattenmaus? Ja, es ist eine Maus. Okay. Die große Maus bietet Annie ein Abschied. Aber das Gesicht von Annie ist 10 von 10. Das ist geil. Becky und Annie spielen mit Stäbchen. Ah, warte, oh nein. Oha, wieder Lara, ey. Lara einfach. Und dann habe ich keine Zeit mehr für die Hände und die Stäbchen. Becky und Annie basteln mit Essstäbchen. Ich schaffe dir es in so wenig Zeit, so viel zu machen. Ja, warum seid ihr so gut? Süß. Das ist auch krass, Papo. Geil. Das ist heftig. Was denn mit dem Klebstoff? Guck mal. Annie und Becky spielen mit klebrigen Stöck. Ja. Mit klebrigen Stöck. Die sind nicht wirklich klebrig. Ah, ich mal so. Süß. Okay. Lara und Becky zeigen sich ihre Stäbbe. Beiden. Ich muss das beschreiben, was ich sehe, Leute. Ja, fühle. Okay, ganz viel Gefühl geht raus an Bart, der zeichenskilltechnisch mit mir auf einer Wellenlänge ist. Danke, Becky. Danke, dass ich da nicht alleine bin. Ja, aber ihr könnt jetzt Vorschläge raushauen für die nächste Runde. Ja, Vorschläge. Ja, falls ihr was habt. Ja, Chat, haut mal raus hier. Kurz ein paar Ideen, bevor ich starte, oder? Ja. Auf geht's, Chat! Aber es geht irgendwas ohne Penis. Lara, sag mal was bitte, Lara. Was ist denn? Okay, ich kann nicht irgendwie nicht lauter machen. Ich bin kurz auf K. Mach einfach alle leiser und dann den Rest. Ja. Hast du mich auf 200% im Discord? Ja. Anni, was machst du da? Bubble Tea trinken. Einen Milchshake trinken. Ja, fast. Ja, Shisha, oder Shisha rauchen, eins von beiden. Vielleicht auch beides gleichzeitig. Ich habe meinen Milchshake in meine Shisha gekippt. Super. Lifehack. Alter, das müsste übel nice sein, oder? Das ist IQ über 9000. Ich bin wieder da. BB. Willkommen zurück. Ach, das ist so lieb von euch. Das ist lustig. Ja. Oh, was? Scheiße, Entschuldigung. Ah, oh mein Gott. Okay. Jetzt müssen wir. Ne? Jetzt muss man. Ihr habt richtig gute Vorschläge gebracht. Chat geschrieben. Ich nehme das. Weil das war vorhin als erstes im Chat. Ja, wie habe ich das falsch geschrieben? Warum ist denn das? Keine Ahnung. So, das ist kompliziert. Oh, das mit den Haaren finde ich auch gut. Oh, ich esse gerade so geile Udon-Nudeln, ey. Oh, ich kann... geil. Ich esse Toffifees. Wie heißt nochmal das große Vieh Grüße? Oh, shit. Ja, das sind wir doch schon checken, oder nicht? Große Vieh Grüße? Okay. Oh Gott. Perfekt. Oh, danke, Chat.
We did it. Jens Spahn im Merkel-Kostüm okay. ist auch ein super Wort. Okay, was soll ich bekommen? Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, das kann ich nicht. Was ist das? Okay. Chat, wer ist das? Gut, das? Gut, dann legen wir mal los. Das wird eine heiße Nacht. Bitte was? Das dachte ich mir auch. Bart, du hast so bräunliches Haar, oder? Ja, ja. Und du hast du einen Bart? Ich habe einen Bart, ja. Daher kommt der Name auch ursprünglich. Hätte ja sein können, dass das eine coole Geschichte ist. Dann macht man so eine Doku und dann sagst du, ja, früher hatte ich halt einen Bart und deswegen heiße ich jetzt so und ich kriege den Namen nicht mehr los. Hätte ja sein können. Ja, tatsächlich ist das ein großes Problem, was ich aktuell habe. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Da muss ich vorher mal genau überlegen, wie man heißt, weil das ich weiß, einen dann, ne? Ich kann das eigentlich nicht malen. Deswegen bin ich Matteo ehrlich. Genannt. Matteo? Ja, also, was? Das kann ich nicht malen, Leute. Ich werde gebannt. Das ist okay. Versuch's zu abstrahieren. Ich versuch's. FSK 12 zu malen. Oh, ich habe eine richtig gute Idee. Danke. Danke. Ein Ding. Okay, jetzt muss ich perspektivisch arbeiten. Das ist zu lächelnd. So, das bin jetzt ich. Digga. Oh Scheiße, das ist so schlimm. Okay, Leute. Es sieht nicht gut aus, aber es ist auch egal, es soll nicht gut aussehen. Okay. Georgette, was sagt ihr? Erkennt man das, was ich vorhatte? Okay, ich muss noch ganz kurz dafür sorgen, dass die Leute wissen, worum es geht. Hoppala. So. Es tut mir so leid, Leute. Ich musste es malen. Ich hatte keine Wahl. Matteo freut sich. Warum freue ich mich? Was? Schmeichelt es mir? Nein, das muss schon erkannt sein. Der muss es mein nicht Gott, Leute, ich habe keine Zeit. Egal. Sowas halt? Ach, nee, warte. Ja. Nein. Du machst so einen riesigen Mund. Okay, wir darauf kommen. Nein, okay, ich habe jetzt keine Zeit für Farbe. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Zeit für Farbe. Okay. Was ist das denn? Also, ich glaube, man erkennt, was ich gezeichnet habe. Oder? Oder nicht? Oder doch? Papo, du bist der Flötenspieler bei uns, gell? Das habe ich vorhin schon richtig gemacht. Ja, ist er. Kannst du auch später gerne ein Lied wünschen. Ups. Echt? Ja, klar. Ist ja voll Premium hier. Titanic. Judo! Warst du das, Arthur? Okay, Scheiße! Okay. Was? Mann. Was soll ich zeichnen? Mhm. Das dachte ich mir nämlich auch. Klar, warum nicht? Ich würde sagen. Ja, du hattest doch früher so gegelte Haare, oder nicht? Ich? Ja, früher, oder? Nee, nicht so gegelt. Ich habe schon immer so Haarwachs. Aber so nach hinten, so, oder? Das hast du die Kurve? Ja, das habe ich auch immer noch. Ich sollte mal mehr mit Farben arbeiten, glaube ich. Wir haben es auch neulich sogar erst gesehen. Ja, aber da hatte ich lange Haare, aber stimmt. Eine Perücke, ja, da hatte ich ganz lange Haare, stimmt. Oh, das war ein geiles Video, Leute. Ja, ne? Voll, ne? In der Tat. Genau, ich habe extrem gut gesungen. Halbeziehen kann das Haarwachstum verlängern. Ständig. Das kann ich. Das hast du ein Bart? Drei Tage Bart? Ich ja, ja. Ja, ne? Keine Ahnung, wie ich das zeichnen soll. Scheiße. Fuck, Mann, das wird niemals gut werden. Egal. Es kommt ja nur darauf an, na, dass die wichtigen Dinge jetzt erkennen. Bei dem habe ich mir kann das nicht malen. Scheiße, ich krieg das auch nicht hin. Das ist jetzt. Ich hätte vielleicht einen anderen Hintergrund wählen sollen. Das können wir noch ganz kurz changen. Nutzen wir diese 2 Sekunden. Perfekt. Scheiße. Wie sah Bart nochmal aus? Scheiße. Ich weiß ja, nicht, genau, wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Wie zeichnen wir Bart? Ich würde es auch gerne wissen. Mit Bart. Braune Haare. Braune Haare, Bart. Brauner Bart. Okay, passt. Gut.
Hat er so eine wilde Frisur? Der hat eine wilde Frisur, ne? So eine wilde. Ja, ja, ja. Ja, sehr wilde Seele. Ja, ganz wild. Ganz wild. So. Okay. Okay. Oh mein Gott, das sieht so bad aus. Ist das egal? Ich hab halt keine Zeit, egal. Scheiße, der hat ja Bart, ne? Och nee. Mann, das. Ey, wenn man keine Zeit mehr hat, dann wird. Okay, scheiß drauf. Meine Hände manchmal sehen aus wie Amboss. Mein Bild ist durchschnittlich geworden. Sieht keine Zeit, egal. Ey, kein Plan. Kein Plan. Ja. Ey, nein. Was weiß ich? Okay. Okay. I mean, ich glaube da, also. Was ist das denn? Kein Plan. I don't know. Oh, soll ich da mal beschreiben? Okay. Oh Mann, ey, Scheiße. Alter Leute, wie soll ich sowas zeichnen? Wie soll ich das denn malen? Also, ich möchte euch ganz kurz an der Stelle sagen, das, was ich bei weitem am schlechtesten zeichnen kann, sind Menschen. Deswegen ich bin sehr gut darin, Stöcker zu malen. Wenn ihr da wieder mehr machen könntet in den nächsten Runden, wäre ich euch sehr dankbar. Mehr Stöcker für Bart. Mehr Stöcker bitte, danke. Okay. Achso. Ich glaube, das sind die mit den... What am I about to draw? Okay. Papu, was ist deine Lieblingsfarbe? Hab ich nicht. Sag doch irgendwas. Ich weiß, wer das hier oben geschrieben hat. Das war safe, Anni. 10 out of 10. Sicher? Ja, ziemlich sicher. Okay. Christo, du würdest sowas niemals schreiben. Du weißt ganz viel über nicht mich. Über nicht mich, genau. Du weißt ganz viel über nicht mich. Genau. Scheiße, ich habe zu wenig Platz. Kann man mehr Seiten anfordern? Nee. Ich habe eine Idee. Ah, verdammt, ich hätte das anders zeichnen müssen. Dann hätte man Scheiße. Dann können. Leise. Ich finde immer diese Verzweiflung so gut. Ey, alles gut. So. Seht ihr, das hier ist ja der Schritt, ne, den man macht. Warte. Ach Gott. Das heißt... So. Oh Mann. Oh Mann, warum? Warum? Ich habe noch genug Zeit, perfekt. Ich brauche jetzt irgendwas Typisches für New York, Leute. Ja, ich male wieder viel scheiß Details. Perfekt. Gut gerettet, oder? Was? Wir haben keine Zeit. Oh mein Gott. Naja, ich mache jetzt einfach alles so minimalistisch, was? Dass es sehr viel Interpretationsfreiraum lässt. Ein Vogel! Okay, Matteo. Ich hab was vergessen. Scheiße! Wobei, warte mal. Ja, das passt. Komm, das kriegen wir hin, das ist wichtig. Die gibt's nicht mehr. Ja, MSC-Building, oh mein Gott. So, Gott. Das ist alles falsch! Zeit! Fuck! Okay, ich weiß schon, was Anni gemeint hat. Papo mit seinem komischen Kunststudium. Oh, hallo, ich bin Papo. Ich bin Kunststudent. Ich habe das bin 15 ich gar nicht. Jahre lang gemacht. Hallo. Wer zur Hölle ist das links? Alter Zombie greift Bart an? Oder wer ist das links? Wer soll das links sein? Sag Die Welt mir nicht, für schwache Waren wäre noch Zeichnen gut gewesen, brauche, ja? Puma-Zombie? Puma-Zombie ist gut. Ein Plan. Das Sturmwaffel? Ich mache am Ende ganz gerne noch so ein Sturmwaffel ist voll. Ja. Das ist auch noch gut gewesen. Also wer auch immer mir den ersten Satz gegeben hat, der muss sich schämen. Ich weiß nicht, sag mal Entschuldigung. Okay. Ja, du warst es ganz bestimmt. Ich glaube es auch ganz bestimmt. Okay, let's go.
Fischi erschreckt Lara mit Karate. Okay. Was? Oh auch, nein. Eigentlich mit Juno. Ey, das ne? ist aber gut, okay. Becky. Das ist ja, echt gut geworden. Aber manchmal hast du auch gesagt, Karate! Du hast es gemacht, oh no. Ja. Ihr wollt nicht wissen, was Fischi daraus am Ende Judo geworden ist. Bei Lara an. Mhm. Ey, das ist oh eindeutig das Karate. Wie kann man da Judo drin sehen? Ja. Das sagen doch die Bänder, oder? Oha! Oh! Ey, du bist wieder ein Übertreiber einfach. Guck, ey, überhaupt geworden. Nicht. Das ist voll schlecht geworden. Kopf drückt Lara. Ich habe gesagt, diese I'm so sorry, ich hab's nicht gecheckt. Ich war so, was ist wieder. Das? The fuck? Aber stimmt schon, sorry. Wenn man das nicht weiß. Keine Sorge, Leute, ich hab's gerettet. Wünscht sie am Zeh? Keine Sorge. Gerettet. Easy. Ich bin schon froh, Lara an seinen Füßen zu riechen. Fischi macht einen Schritt und in der Fahrt, wo er den Schritt macht, drückt er den Kopf. Das ist oh Gott, das war ja schlimm. Lara den Dragonborn. Oh, okay. Okay, aber das ist mir schwer zu zeichnen, also Dragonborn. Oh, ah, nee, krass. Oh, nee, das ist nice. Ah, ah, das ist süß. Ah, das macht Sinn. Lara im Skyrim Cosplay singt yeah. Dragonborn. Ja. Heftig, oh, gut. Heftig. Ich hab das nicht im... Oh. Ah nein! Jetzt erinnere ich das mich auch bei mir. Ups. Wikinger Becky im Stahlbikini singt. Warum Becky? Becky ist blond. Becky ist blond. Aber das ist doch Becky blond. Becky ist blond. Das ist orange. Wo kommt der Vogel her? Das ist ein Drache. Achso. Ach ja klar, natürlich. Oh, stimmt. Das ist doch Stein. Bärmäuder. Stein. Komplett bufft, will Ärsche flicken. Okay. Benni, was ist denn bei dir heute? Ich hab alles ordentlich geschrieben. Heute? Ja, ja. Oh ja. Mann, ey. Papu spielt auf seiner Flöte und ein Alien sieht zu. Lo, ganz normaler Tag. Ich hab alles schon auf 18 gestellt, ey. Ja, ganz normal. Gut, mit dem Alien. Das ist nicht gut. Papu spielt Flöte, um ein Alien zu begrüßen. Oha, nice, oh, süß. Nice. Hallo. Oh, süß, der Blick. Nice. Papu begrüßt die ankommenden Aliens voll mit Flöte. Wie geht ihr denn ab? Ist ja voll, voll krass. Oh. Okay, bei Papo fehlt das Gehirn, oder was? Papo verzaubert Ufo mit seiner Flötenkunst. Wunderbar. Bart ist Gandalf und reitet auf Free Willy. Alter. Oh. Ihr kennt Free Willy, oder? Du musst erst mal Chat fragen, wer ja, Free Willy ist. Warte, weißt nicht, wer Free Willy ist? Das ist ja, nicht Free Willy. Bin ich das nein, das ist am Blauen. Oh. Hä, Mann, Anni, jeder kennt Free Willy. Warum denn Gandalf? Warum nicht? Bart reitet einen Blauwal. Also, hä? Hier werden die ganze Zeit irgendwelche Penisse gemalt, dann fragt ihr, warum Gandalf oder was? Boah, das ist cool. Der Wal gefällt mir. Cool. Ja, Bart hatte, dafür nehmen wir dann halt leider keine Zeit mehr. Guck mal, wie genau geil, der gleiche ist. Ja, aber Free Willy war kein Blauwal. Da muss ich kommen. Oh, ja. Alter, Papo! Was? Du hast die Farbe unter Wasser ja, geändert? Ich bin nicht sauer geworden. Du kannst nicht sauer geworden. Sorry, Alter, du machst so viel Teil, das ist so krass. Viel zu gut gezeichnet. Ja, ist halt echt so. Wirklich, ey, fick dich. Das kannst du ja verkaufen einfach. Sorry, für das, was ihr jetzt malen musstet, Leute. Ich bin gleich raus, keine Matteo Sorge. Und Papu, das habe ich ein bekommen. Heiße Dreier. Oh ja. Oh, warte mal, was der ist der? Der wäre wahrscheinlich sehr. Oh, sehr zensiert. Schön zensiert. Schön zensiert. Matteo sucht Papus Prostata. Bart rennt weg. Oh, das Bart rennt weg ist bei mir. Wieso darf ich eigentlich nicht mitbumsen? Hey, das Bart rennt weg habe ich gar nicht gesehen. Okay, Bart, das ist nice. Habe ich gar nicht gesehen. Matteo untersucht Papus. Alter, ich bin richtig gruselig. Oh mein Gott. Okay. Ich hatte keine Zeit. Ich hatte keine Zeit. Oh, geil. Oh, das ist auch cool. Fischi hat auch die Farben geändert in der Lupe. Auch nice. Matteo nimmt Papus Arsch unter die Lupe. Okay. Voll gut. Oh, nice. Oh, das ist auch schön, wie sich die Story weiterentwickelt. Im Hitman-Kostüm. Oha. Okay, das ist aber jetzt schon advanced. Oh, wie gut. Das konnte ich leider nicht. Oh, aber gut geworden. Oh, shit, das kam auch nicht bei mir an. Das ist krass. Glatzköpfiger Irrer will was von Bart. Oh nein. Nicht. Oh nein. Ja, das habe ich dann falsch interpretiert. Oh nein. Super. Ein Rentner ohne Zähne jagt. Oh, wie gut. Okay. Das ist ja geil geworden. Oh, süß. Zombie. Boomer Zombie greift Bart an. Boomer Zombie. Ja. Oh Mann. Oh, ihr seid einfach grandios. Godzilla eine Stadt an. Warum eine Stadt an? Greift eine Stadt an. Da fehlt, glaube ich, was, ja. Ja, aber das ist oh, das ist geil. Nein. Das ist geil.
Böser Becky Godzilla greift Großstadt A. Warum A? Ja. Was soll das als A? An. Da fehlt ein N, da fehlt ein N. Okay, ja, nice. Ich feier die Füße. New York an. Sie hat aber schwarze Wangen. Das ist ein wichtiges Detail. Ja. Da, siehst du, gegenüber. Ja, ich habe dünne Beinchen gezeichnet. New York ja. ist cool. Becky New York stark geworden. In einem Godzilla-Kostüm bekämpft. Und ich habe mir nicht der Becky statt, aber... Nice. Nice. Nein, das war wieder super. Oh Gott, seid... es ist einfach geil. Wie Alter, egal. Papo, du bist zu heftig einfach. Nee, überhaupt nicht. True. Ey, dass du die halt Farbe zurück, unter Mann. Wasser änderst von dem Wal. Ja, könnt gleich nochmal Vorschläge im Chat schreiben, ja? Auf geht's. Es war nur ein Blauwal und Bar, deswegen dachte ich mir, okay, da kann ich mir die Zeit lassen. Nee, krass einfach. Das war auch voll einfach, weil du kannst ja auch die ja. Ja, klar, ich höre auf zu reden, es wird nur unsympathisch, ich meine das gar nicht so. Nee, Christo, war toll, war, ja. Ich lasse mich da inspirieren. Ich mache jetzt ohne Outlines. Nein, ist alles gut. Gerne, Sätze wieder. Ja, voll, okay, Sätze in den Chat. Achso, ja, gerne. Sätze in den Chat. Sätze in den Chat. Ich habe vor ein paar Leuten Squadstream-Einladung geschickt. Oh ja, kann ich. Ich habe den Satz. Okay, nehme an, Entschuldigung. Ich habe keine bekommen, ich hätte die angenommen, ja. Ne, wir können ja zwei Gruppen hey, machen. Hey, Matteo, wollen wir zusammen Squads ja, spielen? Ja, lädst du mich ein? Ich, ich nehme sofort an. Ich habe Anni noch eine geschickt. Fischi, perfekt. Bist du da? So, geil, einer ist ja auch schon. Einladung, also bam. Zustimmen, let's go. Geil. Achso, ja, Vollbild. Hoppala, habe ich gar nicht gedacht. Fisch, glaube AFK, ne? Geil, Mann. Sorry. Was? Fischi, du bist AFK oder nicht? Bartmänner halten zusammen. Achso, ich habe dich gerade was gefragt, oder hast du nicht gehört? Theo, du bist mir auch der Liebste. Ich habe gesagt, wir hatten eine Einladung. Und dann habe ich gesagt, geil, danke, du auch. Lass einen eigenen Call gehen, komm. Ja, Mann. Hier, lass Tennis mit. Und nach Friends, weil wir so gute Freunde sind. Oh, ja, mein Chat hat so gute Vorschläge, wir müssen so viele Runden noch machen, ey. Oh Gott, ich habe gar nicht mehr auf die Vorschläge geguckt. Haben wir alle? Ja, ich habe. Also wir können von mir aus. Achso, Squadstreams, ja, ich habe meine Überschrift, aber. Oh Gott. Ich glaube, ich nehme das. Ja, ich habe was. Ich habe auch was. Ja, okay. Sind alle so gut. Aha, nicht so traurig sein. Ja, okay. Na gut. Okay. Na gut. Okay. Ich muss nur gucken, ob es von Zeichen erreicht. Ja, Christo. So, was habe ich jetzt gesagt, nämlich? Okay. Okay, das funktioniert sogar. Ich mache das hier in Klammern. Bin gespannt, wer die Frau wird. Was? Oh Gott. Ich hoffe, das versteht man. Okay. Versteht man das so? Ja, oder? Oh, Lina, das ist auch gut. Generell, ganz Annie kämpft gegen Eulen. Oh mein Gott. Bartisch sieht man hier und den Bart ist auch richtig gut. Ich hätte auch keins. Das ist Uhr. Okay. Oh mein Gott, Katrin! Stifte sind Oh Gott, was ist denn mit euch? Das kann doch kein Mensch tun. Ey, also nee, das sind wieder hier Sachen, die sind einfach zu... Bart, ganz kurz. Bart, ja. Spielst du Among Us? Ja. Hast du eine feste Farbe? Braun. Okay, das ist ziemlich... Ah, ja, ich wollte nochmal fragen, ob du eine feste Freundin hast. Fischi, hast du einen Tatsch, aktuell nicht, aber... Fischi, für dich immer, ne? Hey, Katrin, danke schön! Wenn ich jetzt hier nicht so schnell zeichnen müsste... Wenn ich mal mehr als drei oder vier Leute zeichnen müssen, das ja, ist ganz möglich in der Zeit. Können wir nicht Menschen zeichnen? Ich kann sowas nicht zeichnen, Mann. Ey, warum? Ich krieg nicht... Ich nehme jetzt dieses komische Kreistool Scheiße. Und ziehe die Köpfe einfach mit dem Kreistool. Dann sehen nicht jedes Mal so deformiert aus. Oh, meine Güte. Tu, was du nicht sein lassen kannst, ne? Fischkopf, wie siehst du noch mal aus? Du hast so eine Kappe, ne? Ich hab's eine Kappe und ich bin fett. Und ich hab einen Bart. Das heißt, ich kann das nicht so schnell. Gar nicht fett. Ich bin fett. Ich bin sehr fett. Ich bin mega fett. Nein. Das sieht man nur nicht so richtig. Doch, weil ich hab schon mit dem gekuschelt. Du bist kuschelig. Du bist nicht fett. Oh. Haben wir überhaupt gekuschelt? Ich erinnere mich. Haben wir mal auf einer Party, ich glaube, in Spanien. Ich weiß noch, ich war mit dir auf jeden Fall zusammen im Hotelzimmer. Da haben wir noch einen getrunken. Das war richtig Ehre. Wo? Ah, das war tatsächlich richtig nice. Wo? Ja. Das ist also was ihr für mich für kranke Scheiße hier zeichnen lasst, einfach nur wieder... ich weiß nicht, wie das ausschaut, Mann. Erkennt man ihn? Oh Gott.
Oh, Minimalismus, das ist das Entscheidende. Alter, das gibt's gar nicht. Wieso ist da immer irgendwie ein... Da ist irgendwo ein Loch und deswegen kann ich das nicht fühlen, Mann. So? Ich kann auch wie mein Anzug malen. Ich weiß es nicht. Oh, ich habe keine Zeit mehr. Oh mein Gott. Das gibt's gar nicht. Ha! Gott, ich kann nicht so schnell malen. Ich auch nicht. So. Das ist halt schwierig, das zu zeichnen. Ich hätte braun nehmen sollen, egal. Jetzt ist er nackt, das darf nicht sein. Ich habe braun genommen, hat gepasst. Ja, nice, perfekt. Ja, hat gepasst. Ha! Es geht hier noch aus. Okay. Was ist das denn für eine Krankheit? Patrick, ich bedanke mich gleich für alles. Hä, das ist ja genau das, was ich gerade eben gezeichnet habe. So, Alter. Ah, ich weiß, wer das gezeichnet hat. Oder nicht? Wer ist das? Wer ist das Blonde? Bin das ich? Es sind zu viele Leute auf diesem Bild. Also, erstmal Stream auf FSK 80 stellen, das ist ja. Ja, wirklich. 18++++ einfach in den Titel stellen. Das mache ich wirklich. 18++++. Ich weiß nur noch nicht, was das sein soll. Ich hab keine Zeit gehabt. Ja, das stimmt. Bitte was? Oh Mann. Nein, das zeigt nicht. Das ist doch ekelhaft. Ich hab keine Lust, in der Matthäus zu malen. Also, ich hab nur mich verteidigt beim Zeichen. Oh Mann, ey. Schaut Matthias immer gleich hässlich bei mir aus. Es tut mir leid. Hey. Ja, gut, aber so schier. Ich versuche. Okay. Aber ich werde, glaube ich, besser. Ich habe eine ganz unrelated Frage zu dem, was ich zeichnen muss. Wie sieht Hans Entertainment aus? Oh ja. Gott, weiß ich auch nicht wirklich. Fetter, blonder Typ? Okay. Cool. Hans Entertainment? Ja. Er klingt so, als hätte er so Haare. Mein Gott. What the fuck? So. Es ist einfach so schlecht. Ich find's gut. Scheiße. Wie malt man denn ein Baby? Hab noch nie ein Baby in Real Life gesehen, keine Ahnung. Same. Ist mir sonderlich unbekannt. Scheiße, das sieht nicht aus wie ein Baby, oder? Ah, wie sind denn Babys geformt, Alter? Was wie ein Mensch, bloß in klein. Okay. Ich weiß nicht, ob das hilft, wahrscheinlich schon. Warte mal, jetzt muss ich hier noch... Ich werde gebannt, ich sehe das schon. Das ist halt nicht mal ansatzweise halbwegs irgendwie gut. I did it. So, und jetzt kann ich mich nochmal bedanken. Katrin, oh mein Gott, wieso gehst du so ab, Mann? Dankeschön für 10 verschenkte Abos hier auf meinem Kanal. Danke. Ein großes Herz und Dankeschön, dass wir das Goal erreicht haben. Ein fetter Sushi-Kuss geht raus und ich auch nochmal von mir Subhype im Chat. Warte, wie soll und zwar ich das können sich jetzt Snow, Simli, MM, Lord PM, Art Raven, das Wiener Hase, Black Dream, Insane Avi, Lenticulari, das ist so ein langer Name, und Packlack über ein Abo hier freuen und auch über richtig coole Sushi-Mods. Vielen Dank für den Support, großes und herzliches Dankeschön. Ich danke dir. Oh mein Gott, danke. Hä, wer ist das denn? Ach, warte mal. Nee, Lutscher stand da, oder? Hä, was soll das heißen? Warte mal, wer ist denn das nochmal? Das ist eigentlich... Ah, nee, das müsste warten. Ich krieg dann, also wir sehen uns dann in ein paar Monaten, wenn ich wieder entbannt bin, ne? Ich checke nur, was ich da sehe, leider. Ich verstehe es auch nicht wirklich, aber es ist bestimmt richtig. Oh mein Gott. Die Frage ist, welche Art von Pokéball ist das? Aha. Oh mein Gott, trau's mich. Das war knapp. Ist das ein Safari-Ball, Leute? Ja, wisst ihr das? Was soll das da hinten heißen? Ja, gut. Ich hab's mal ein bisschen entschärft, ne? Oh mein Gott, was schick, Alter. Oh nee, ach nee. Kurze Frage, wie malt man ein Baby? Ja, genau. Oh, ich muss mich schon wieder ausschalten. Leute, was macht ihr? Okay. Ich schreibe immer so süße, liebe Sachen. Bei euch wird's richtig, richtig versorgt. Same. Richtig dreckig. Ja.
Ja. So. Ja. Ja. Mhm. So, Hans Entertainment kenne ich leider auch nicht. Also ich... Wer ist Hans Entertainment? Ich kenne den auch nicht. Kennt ihr den nicht? Aber wer ist das? Nein. Ich kenne den auch nicht. Ich kenne diesen Hans Entertainment-Moment. Ah, das ist zu lang. Versuche jetzt raus. Ich versuche den jetzt irgendwie zu malen, wie er aussehen könnte. Google doch einfach. Nee, ich kann nicht googeln. Das ist Schummeln. Matteo, was ist deine Farbe? Ist egal. Das ist kein Schummeln, grün. Wenn du googelst, wie der aussieht. Bart, was ist deine Farbe in dem Mongas? Braun. Braun, Christo. Ich weiß, das solltest du doch war wissen. War eine Fangfrage. Wir haben doch schon einmal zusammen gespielt und dann hast du mich verlassen. Das kann ich nicht so malen. Hey, das kann ich schöner malen. Digga, wie malt man das? Ich mal erstmal das Baby, oh Gott. Ich habe halt keine Zeit, ne? Das ist halt wirklich schwierig. Ach nee, ich weiß mal. Nicht, wie deine Haare ohne Mütze aussehen, Bart. Jetzt so ein Seitenscheitel, so ein bisschen hinten. Ich mach einfach mal diese Mütze, die du letztes Mal aufhattest. Mach das, mach das. Wir machen die wieder so, dass es leichter zu zeichnen ist. So. Ah nee, warte mal. Ich wünschte, man könnte ranzoomen. So, ich will die ganze Zeit wie in Photoshop ranzoomen. Ja, same. So ist gut, oder? Jetzt noch das. So, jetzt sieht man. So, wie noch? Kein Plan. Scheiß drauf. Speed. So. Ich finde, das ist so. Also besser hätte ich das jetzt nicht machen können, glaube ich. Oder? In der Zeit auch nicht. Ja. Minimalismus, Leute. Minimalismus. Ah, das heißt, Minimalismus ist. Oh, shit. Okay. Rip me. Oh nein, nein. Warum denn? Können wir. Was? Wer ist grün? Oh mein Gott. Warte mal. Hey, ich check das nicht ganz. Leute, ich muss wissen, wer grün ist. Bart wendet vor. So. Wem? Perfekt. Anni ist grün? Oh, okay, passt. Aber Anni hat doch die Ohren. Wann sind die grün? Matteo, genau, der ist grün. Ich bräuchte mehr Platz, um diese Situation zu beschreiben. Voll. Anni hat die Ohren, das ist rot. Ja, das Problem habe ich auch. I know. Oh, shit. Okay. Oh, nice. Alter, das war eine ganz schlimme Runde, Leute. Ich dachte, wir brauchen das ist, wenn man halt nicht eingeladen wird zu diesen legendären Among Us-Dienstagen. Wir müssen Liebes. Ich hatte die Brüste so ein bisschen vergessen und dann. Aber ich denke. Oh. Oh nein! Ich dachte, ich hab mich gemutet. Das ist so schlimm. Ja, ja, ich habe nur Brüste gehört. Welche Brüste? Ja. Bitte was? Hä? Was ist denn heute los? Ja. Was war das? Let's go. Wir können alle unter 18 bitte kurz im Stream. Matteo und Fischi moderieren Game 2. Ach, was? Oh, wann, das, wann, das kam nicht bei mir an. Nee, hast du dich auch beworben? Da sehe ich nicht Fischi. Du meinst, du bist fett. Anni, du Sau. Ich war dann da. Du meinst, du bist sehr fett. Ach, das ist Hans Entertainment dann geworden, oder was? Das ist Hans Entertainment, ja. Oh, ah! Matteo und Hans Entertainment moderieren Game 2. Ich habe mich geweigert, das als Fischi zu betiteln. Fischi ist nicht so dick. Fischi ist nicht so dick. Nee. Alter. Ich habe gezeichnet, was mir gesagt wurde. Fischi ist aus Kappe und sehr fett. Sorry. Hat Hans Entertainment eine Mütze? Keine Ahnung. Nee, aber der hat verrückte Haare. Das passt auch. Okay, ja, klar. Das sind Haare auf jeden Fall. Wieso vielleicht? Bei mir leckt es gerade. Nein, ja, Lara muss weiterschalten. Achso, Lara will das genießen. Ja. Will das erstmal ja. Oh mein Gott, ja, der schaut wirklich so aus. Lelly. Okay. Okay. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Ach, also Minimalismus auf jeden Fall, das? Ja. Oh no, und ich habe das Game. Es sieht aus, als wäre ein Game pausiert. Hans Entertainment. Ey, wie rammt ihr, dass es Hans Entertainment ist? Ich weil ich das gesagt habe. Weil sie jemand gefragt hat, deswegen habe ich einfach. Ja, ja. Jo. Das ist nice. Alter, Matteo. Matteo meint auch so. Matteo sagt immer, Papo, du meinst so gut, du kannst viel besser malen. Das ist no joke. Na, ich mal halt immer nur so Striche und Papo macht halt so ein komplettes Gemälde. Ja, ich habe auch same gelesen, ja, same.
Stadtgame. Matteo klaut einem Baby den Lutscher. Ach, das ja, und, was? Das kann man mir nicht an. Und ein Lutscher ist doch ein Lutscher und nicht... Ja, ja, ein Lutscher. Das war total jugendfrei gedacht. Ja, ja, es ist auch so. Matteo klaut einem Baby einen Lutscher. Was ist geworden? Aber warum ist das in Anführungsstrichen? Einfach nur, weil ich euch ärgern wollte. Aber ich bin FSK 12 geblieben. Ich bin komplett safe geblieben. Ja. Ich wusste noch nicht, wie man Baby Alter, malt. Baby war schwierig. Embryo, oder? Das ist so ja, das ist ein Baby in einem Pokéball. Okay. Wie geil, das Baby. Das ist geil, okay. Baby mit einem Pokéball. Okay, das ist nice. Oh Mann, ey. Ihr seid grandios. Oh. Bart hat gewartet. 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 Ah, nein. Nice. Oh, mit Bart. Nice. Das ist nice. Das ist echt cool. Okay, das ey. Müsste Bart man erkennen. Bart rentet in Among Us und lacht sich eins ins Fäustchen. Okay. Oh, auch nice. Oh, ah, stark. Nice. Starke Details. Ja. Auch Bart hockt richtig. In einen Vent und sieht einen halben Mental. Ach, ja. Ah, einen halben. Ja, dachte okay. ich halt, ne, weil... Richtig gut. Papo, Mann. Papo. Du bist... Ey. Bart hantet vor Matteo. Ich hab das halb ja. leider nicht aber, ganz Alter, guck mal die Schattierung. Gut. Guck mal bitte die Schattierung bei mir. Guck mal bitte. Das ist einfach... Alter, du hast Schattierungen gemacht. Was zum... Ey, dreckiger Penner! Das ist unreal, das ist aber dreckiger Penner, ey. What is happening? Matteo und Trilux werden von Dalu getraut. Okay, jetzt bin ich gespannt. Und Trilux! Das will ich das erkennen. Der Bart ist doch perfekt. Das hätte man als Trilux getan. Und ich sehe super heiß aus. Danke, Lara. Ich sehe fucking heiß aus. Bart und Matteo heiraten und Dahl traut. Ja, stark. Okay. Ja. Sorry. Also Bart, okay. Das Bart traut okay, aber Triller kennt man sehr gut. Ja. Auch nice, Papo, nice. Ja. Aber wo ist Dalu? Wo ist Dalu? Wo ist Dalu, ja. Ja, den ja Papo ich hast Dalu. Ich hab Dahl gedacht. Das ist Dalu POV. Sorry, ich hab den Abstand, ja. Dann hättest du gelb malen müssen. Du hättest aber das ganze Bild so gelb eingetönt malen müssen. Das wäre so geil gewesen. Jo. Matteo heiratet Bart. Ja, schön. Matteo und Bart heiraten. Wahre War. Liebe. Schön. Seht ihr, eine komplett entspannte Runde, ohne ja. Pipi-Kacke. Ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Oh Gott. Keine Raketen. Ja, gleich, das kommt, glaube ich, gleich. Ja, wahrscheinlich. Es kommt immer zum Schluss. Ja, das wird, glaube ich, viel was Schlimmes, oder? Matteo und Bart. Ah, nee. Ah, scheiße, ja, dann bin ich nicht fertig geworden. Es tut mir nur leid. Eventuell ist das ein bisschen eskaliert. Da war ich richtig lost. Das eventuell okay. ist das ein bisschen geil. Eskaliert. Matteo okay. und Bart drehen einen Porno. Okay, Bart. Alles klar. Also jetzt bist du es aber, Bart. Ne? Jetzt das danach, oh mein Gott. Das hab ich dann bekommen. Also das ist danach der Hochzeit, ne, Matteo? Matteo massiert Bart und Andy filmt das Ganze. Massiert. Ich hab's mal deeskaliert. Ah, okay, ja. Aber das hab ich dann auch gecheckt. Matteo massiert Fischi. Ja, für ihre Privatsammlung. Bisschen daneben, aber. Matteo, deine Oberarm. Oh mein Gott, ich lese eine Nachricht. Insane. Und der Unterarm, guck mal da unten, die Beule. Oh, krass. Oh, nice. Ach, die Beule. Guck mal da unten, die Beule. Ja, ja. Ist die angeboren oder angewachsen? Trainiert, antrainiert. Okay, Papa. Spider-Man, wie im Who Are You? Mit. Bob Ross und ja, das von dir. Ah, das war das ich hab's Meme. Nicht gecheckt. Das kam nicht oh, bei mir. Oh, das wäre aber geil gewesen, wenn ich es gecheckt oh, hätte. Und es auch gut geil, gezeichnet. Ja. Gut gemacht. Nur ich habe das nicht gerafft. Ich habe es nicht gerafft. Papu und Normi Papu haben ein Flöt. Ja, Flötenduell. Ja. Das sollte Flötenduell sein. Oh, guck oh, mal, das ist nice. Hey, Lara, das ist gut geworden wieder. Bei Lara haben wir die Bob Augen Ross so krass. Bob Ross und Papu spielen zusammen. Oh, Flöten. Süß, das ist wieder Bob Ross, okay. Ja. Nice. 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 Was ist an der Seite? Tut mir leid. Das ist Bild, das Gemälde von Bob Ross. Das Bild, genau. Ah, so, ich dachte da mir. Der Mann mit Afro spielen mit dem Flöten. Okay. Ja, da habe ich diese blonde Dinge. Ich, na. Okay. Matteo isst die Würstchen von Fischi und der ist traurig. Ich entschuldige mich. Oh, zensiert vielleicht. Mach mal kurz Stream aus. Mach mal bitte kurz Stream aus. Bitte kurz Stream aus. Nee. Was? Was? Ja, weil ich hab das in dem Kontext falsch verstanden. Mann, es tut mir leid. Fischkorbskacke. Oh, Mann.
Ach Scheiße, es tut mir leid. Aber Matteo und Anni, was ist mit euch beiden los? Ey, ich hab das erste Mal, ich hab davor immer richtig... Matteo ist Fischis Scheiße und oh, findet Mann, Lara! Könnt ihr nicht versuchen, zumindest in eine Richtung zu gehen, die es entschärft? Oh Mann. Oh nein! Oh, yummy! No. Das habe ich Ewigkeit nicht mehr gehört, das Wort. Kotnascher, Mann. Oh, wie groß er ist. Oh, unangenehm. Wie kann man dafür gebannt werden? Tut mir leid. Entschuldigung. Aber es war nicht mal ein langsamer Prozess, sondern instant. Nee, direkt auf instant. Ja, ja. Das war und alle sind direkt drauf los. Okay, warte. Muss ich überlegen. Ja, kurz überlegen. Ja, kurz überlegen. Okay. Ja, die Pause nutze zum Überlegen. Bitte Chat nicht mit zu vielen Leuten zu zeichnen. Das ist sonst ist das echt anstrengend. Wir nutzen diese kurze Pause für neue Sätze. Anni und Voldemort schaukeln im Sonnenuntergang. Ja, ich glaube, nur Fischi ist Pipi. Oh, das ist schon ziemlich cool. Kurze Sache. Ich habe hier anscheinend ein paar Kotnascher in meinem Stream-Chat. Bitte kein Kinkshaming, danke. Okay. Bodybuilder Matteo trinkt Tee mit Becky. Das finde ich auch süß. Also falls ihr oder Becky's Auge brennt, Matteo ist euer Mann. Wie heißt du nochmal? Mental Mimicry auf Insta? Ich heiße Gino Sing. Gino Saurier. Gino Saurier auf Insta. Schickt mir da gerne eure Anfragen. Matteo auf einer Palme. Annis Kätzchen ist süß. Woher kommen eigentlich diese Maid-Kostüm-Sachen immer? Das weiß ich auch nicht. Also, was meinst du jetzt, woher im Real Life dieses Interesse entstanden ist? Oder nein, woher warum immer die Vorschläge, blablabla, im Maid-Kostüm, blablabla. Weil Fetisch. Maid-Kostüme, genau, schon irgendwie für manche so aus, ja. Sind. Okay. Wenn man sie zeichnen könnte. Japan, ja, aber ich weiß, ich finde die Vorstellung von Männern in Maid-Kostümen einfach erregend, deswegen würde ich das jetzt zeichnen. Deswegen hast du mir letztens eins zugeschickt, ich erinnere. Ah, okay, oh, ja, ich war doch auf dem Foto. Ich wollte gerade sagen, gibt es das dann für alle Ding. Oder ist das nur für Anni? Ja, klar, es kommt auf meinem Instagram-Channel. Ausgezeichnet. Als nächstes Bild. Nächste Woche. Dann gibt es noch die OnlyFans-Version nur mit den Strapsen. Ich brauche mehr Vorschläge. Ich habe so viele im Chat und ich finde alle so gut. Ich weiß schon, was ich nehme. Ein Stern geht auf und ein Stern von Bad Cookie. Vielen Dank für deinen Resub. Großes Herz. Ein Sushi-Kuss geht raus und Subhype im Chat. Anni cosplayt Fischi. Scheiße, das ist auch gut. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, das ist Anni und Voldemort schaukeln im Sonnenuntergang. Finde ich so geil, weil Voldemort kann man sicher so gut zeichnen. Und ich finde das eigentlich eine urschöne Idee. Das finde ich richtig cool. Dann muss ich sagen, dass. Dann wäre hier. Irgendwas noch mit Becky. Bodybuilder Matteo trinkt Tee mit Becky, finde ich auch richtig cool. Aber ich finde es halt irgendwie komisch, wenn man sich in seinem eigenen Album nennt. Weiß ich nicht. Ist ein bisschen selbstverliebt. Oder? Ich meine, ich habe es eh schon gemacht mit Becky als Pirat. Aber da hat sie mir gebannt. Ich glaube, ich habe. Ja, Ohrstummi. Nein! Ich bin auch da. Jedes Mal, wenn ich mit dir streame, kommt dein wienerische Aussehen. Ja, ist schon okay. Ja. Du hast mich geteacht letztens. Ja, weißt du noch? Ja, weißt du noch, so als wäre das 100 Jahre her, das war am Montag. Weißt du noch damals? Weißt du noch damals? Am Montag. War das Montag? War das heute Mittwoch? Vorgestern, ne? Ja. Damals. Gut. Ich habe auch was. Ich habe auch was. Ist Fischi wieder da? Vom Pipi machen? Ich bin da. Ja? Achso, wir warten die ganze Zeit auf dich. Kurz nochmal zum Festlegen wegen Haarfarben. Anni ist rot mit Katzenohren. Anni erkennt man immer an den Katzenohren. Mhm. Becky ist blond und ich bin orange. Genau. Ah, Katzenohren habe ich immer verwechselt. Katzenohren. Ich dachte dann immer, okay. Ich setze mir jetzt einfach ein Beanie auf. Ja, keine Ahnung. Anni mit Katzenohren rot, ich orange, Becky blond. Mhm. Jumes, danke mich schön. Mich könnt ihr mal nackt für 5 Monate. So. Großes Herz an dich für diesen Support. Ich danke dir und dein Sushi-Kuss gibt einen Plus. Subhype im Chat. Dankeschön. Oh, shit, jetzt muss ich erstmal. Jetzt habe ich hier Caps Lock an. So. Wenn das mein erster Satz wäre, ich würde euch alle hassen. Das kann man geil zeichnen, glaube ich. Ja, würde ich zeichnen. Ich glaube, es könnte geil sein, ja. Ja, finde ich auch sehr geil. Also wenn das Pappe bekommt, dann kriegen wir hier was richtig Geiles. Das habe ich mir bei meinem auch schon gedacht. Irgendwann würde es bekommen.
Irgendwann, ja. Okay. Was? Alter, so viele Leute schon wieder. Okay. Oh Gott, wer malt denn das? Ich kann sowas nicht malen. Was? Hä? What? Muss ich gut fahren. Alter, ey, das ist so kompliziert, Leute. Das ist zu krass. Okay. Nee. Ich muss mir abgewöhnen, immer mit den Outlines anzufangen, weil das Ausfüllen ist echt nicht so befriedigend in dem Programm. Ja, Christo, genau. Sorry, du Model. Third World Problems, ne? Choo-choo. Ja, das Ausfüllen war jetzt nicht so gut in dem Programm. So. Ja. Mehr so rosa, gell? So. Kurze Frage. Warte, ich frag die Chat. Ah! Nicht so viel Zeit. Oh shit, das erkennt man niemals, ey. Sorry. So machen, so. Das könnte auch schon wieder falsch aufgefasst werden. Achso, na, das habe ich jetzt genau verkehrt herum gezeichnet. Nee. Nein, eigentlich. Warte mal, wer war jetzt rote Haare? Anni war rote Haare, ne? Erkennt man, dass es ein Bart ist? Ach, scheiß drauf, ich darf nicht so viele Dinger verschwenden. Und halt. Ich habe einfach keine Zeit, das zu malen. Das ist zu schnell. Same. War zu viel. Kann man also, das erkennen? Ja, nee, also das kriege ich nicht hin. Shit. Nee. Also, ich muss ganz kurz das hier drüben switchen. Man erkennt nicht, was es ist, wenn ich das nicht mache. Nee, das ist einfach zeitlich. Das ist zu viel. Sorry, da müsst ihr irgendwie kürzer. All die Bilder, die ich so im Kopf habe, könnte man easy zeichnen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hätte. Ich weiß nicht, was mit euren Armen los ist, aber es funktioniert irgendwie nicht. Okay. Keine Ahnung, Mann. Nein, so wack geworden, I'm so sorry. Oh, lol. Was ist das? Oh nee. Das ist Becky übrigens, Leute. Also, das ist halt safe, ne? Ja. Oder? Es ist genau das. Oder? Schwer zu sagen, aber ich glaube, das stimmt, oder? So. Nein, okay. Ach, Mann. Was? Oh mein Gott, Leute, was macht ihr schon wieder? Ach, Leute, was ist denn mit euren komischen Riesensätzen mit 45 Leuten und alles? Das ist doch kacke. Ja, also ihr müsst da... kurze Frage. Wer ist Mr. Trapez? Wer ist das? Keine Ahnung. Ist es wahrscheinlich ein Trapez mit Augen? Hä? Oder ist es Mr. Trashpack? Autokorrektur. Kann auch sein. So. Okay. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Also ein Trapez, ja. Was? So. So. Ist mal komplett ohne Outlines. Mal schauen, ob das auch geht. Ja, Mann. Immer diese Outlines. Ganz schwierig. Mhm. Also Muskeln, ich weiß es nicht. Ja. Safe. Kann nicht so schnell malen. Wobei, dann mach mal schnell rückgängig. So, ich glaube, der hat nicht mehr. Was? So. Malt man ich so, weiß nicht, wie er gemalt wird. Wie malt man so sexy wie Lara? So, warte. Ich weiß es nicht. Was? Mit ganz viel Gefühl musst du malen, damit das geht. Ja, ich glaube auch, Warte mal. Okay, das ist. Nee. So, und dann jetzt. Ich kann auch einmal den Stift dicker machen, dann würde es viel schneller gehen. Naja. Das ist ja. Das habe ich jetzt mal versucht.
Also den Stift dicker zu machen? Ja. Heiß. Nice. Okay. Ich bin so schlecht. Nein. Ach, nee, war noch nicht. Wer schreibt denn sowas? Keine Ahnung. So, also wenn man das nicht erkennt, weiß ich auch nicht. Ach so. Hier. So. Kann ich nicht malen, weiß ich nicht. Kein Plan. Ich weiß nicht, schaut das so aus? So oh was? Gott, ich bin so... Oh Gott. Ich muss sagen, mein Listen muss carried halt im Late Game. Oh. Ah, das habe ich zu spät gelesen. Ich nehme an, das hier ist Mr. Trapez. Was ist das denn hier? Ich schreibe an Trapez. So? So wie es gesprochen wird, oder? Ja, ohne T, okay. Ja, ich könnte Kinderbücher malen, ich weiß. Sag mir jeder immer, Anni, bitte illustriere Kinderbücher. Und ich sag, ach, noch ein Business. Ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ah, ist halt kein Platz, ne? Die Sätze sind halt zu lang. Ja, stimmt. Alter, was sind das denn für Sätze? Also, wir müssen es limitieren. Nicht mehr als zwei Personen oder so. Okay. Ja, und weniger als 10 Aktionen vielleicht. Ja. Oh mein Gott, man kann gerade Linien ziehen. Ja, du kannst ganz viel machen. Mit den Tools rechts. Oh nein. Aber ich frage mich immer, ob es sinnvoll ist. Ich muss so tausendmal Matteo malen, ey. Ja, ich habe auch schon so oft Matteo gemalt. Ja, könnt ihr Matteo Veto machen? Ich will mich auch nicht malen. Ich auch nicht. So cool bist du dann auch nicht, Matteo, ne? Ja, sorry. So. Ich habe keine Ahnung von menschlicher Anatomie. Hi. Wie sieht das nochmal aus? Macht das Sinn? Also Matteo, ich, auf einer Skala von 1 bis 10, finde ich, bist du eine 11. In was? In allem. Ah, okay. Kennst du Matteo? Oh. Nee. So. Okay. Jetzt haben wir ihn. Jetzt brauchen wir noch... So. So, wie mache ich das jetzt? So. Ist das eine Wurst? Kann man erkennen, dass es eine Wurst ist? Oder soll ich das noch irgendwie anders zeichnen? Wurstenden, ja. Oh, das hätte. Oh, wenn ich gut zeichnen könnte, hätte ich daraus echt ein richtig sexy Bild machen können. Naja. Schaut so eine Wurst aus? Ich google Wurst. Ich liebe meine Minimalismus. Nee, das ist auch falsch. Och nee, das ist alles wieder versaut. Ich kann das nicht malen so schnell. Es hat nur ein Ende. Okay, warte mal, eine Wurst hat nur ein Ende. Nein, alles hat ein Ende, nur die Wurst. Was ist eine Puppe? Alter. Anni hat eh einen Vielleicht Körper. Eine Puppe und es fehlt ein P oder so? Nee, das ist eine Puppe. Bist du sicher? Ganz sicher, okay. Ja. Weil ich mich verschrieben habe oder was? Oh Gott. Ach komm. Jetzt schaut es aber mehr aus wie ein Penis, finde ich. Scheiße. Oh. Warte mal. Wir haben hier gar keinen Raum. Scheiße. Was ist so scheiße hier alles? Das passt schon. Scheiße, das ist viel zu viel. Ich kann das nicht so viel. Schnell malen, das ist voll schwierig gerade. Das wird schon hinhauen. Das ist... Es ist super gut, Leute. Das ist so schlecht. Was? Was ist das denn? Oh, guck mal, Matteo. Oder? Ist da gar nicht so schlecht aus. Und Becky bekommen ein Kind, oder? Das ist garantiert von Lara. Also, das ist Becky und das andere ist Papo? So. Mhm. Ich wüsste nicht, wie man das anders erklären sollte. Ich weiß nicht. Ich bin so gespannt, was gleich rauskommt, Alter. Oh. Ja. Das ist jetzt das Letzte, ne? Anni, immer mit Katzenohren malen, Leute. Ach so, Scheiße! Nee. Dann habe ich wieder falsch gemacht. Okay. Ah, ja, da habe ich verkackt. Ich habe immer also, da war eins dabei. Da war ich eins bin dabei, so gespannt. Ich bin auch richtig. Vor allem bei dem letzten bin ich jetzt mega gespannt. Was mega ich hatte. Wütend. Aber auch gespannt. Richtig gespannt. Okay. Ich möchte mich kurz entschuldigen. Ich schreibe Matteo die ganze Zeit mit einem T. Ja, eigentlich würde mit 2H geschrieben. Ist okay. Ich stehe nur links in der Liste. Der Name ist gerade. Genau.
Betty und Lara essen Mozzarella-Sticks. Oh, ah, okay. Nein, Mozzarella-Sticks waren das. Wir sind ein paar Gerichte durchgegangen. Ah, das war eine Detail, das war eine Detailvergrößerung. Ja. Betty und Annie naschen einen Wurst aus einem Hotdog. Ja. Warum, Papa, hast du mich denn mit Katzenohren gemalt? Ja, ich dachte, ich habe falsch gelesen. Ja. Oha, schön. Ein Hotdog, oh, ist ja so klug schön gewesen. Und die Bäckchen, Leute, ja, die Bäckchen. Sammy und Betty teilen sich eine Wurst. Und ich habe okay, so schief Annie gezeichnet. Wieder, gibt wieder Potenzial. Ja, schön, aber. Oh Gott. Stark. Das gefällt mir. Der Hotdog wäre gut geworden. Das gefällt, Matteo, verstehe ich. Ja, aber jetzt ganz, ist schön geworden. Nee, verstehe ich. Oh mein Gott. Annie und Voldemort schaukeln im Sonnenuntergang. Ah, Voldemort. Oh, Voldemort? Nicht okay, Leute, das ist jetzt aber ganz abgefreakt jetzt. Entschuldigung. Wie das ist geschrieben, Annie. Warum hat denn der eine Nase, Fischi? Nein, das ist gerade keine Nase. Na, der hat doch nur so zwei Striche. Ja, aber das hast du nie gesehen. Ich habe nachgeguckt, also, ich habe gegoogelt. Das war meine Version von keine Nase. Oh. Okay, also keine Nase ist bei dir eine große Nase. Okay, ich verstehe, okay. Ja, ich bin neu im Business. Also Annie hat weniger Nase als Voldemort. Okay, Annie? Annie und Mr. Trapeznase schaukeln in den Sonnenuntergang. Und ich krieg diesen Satz und raff gar nicht. Ich habe Mr. Trapeznase, nicht Mr. Trapez geschrieben. Ja, sorry, aber das war jetzt echt schwer. Okay. Es ist ein Trapez, keine Ahnung. Ey. Wisst ihr, was ich gedacht habe bei Mr. Trapez? Annie schaukelt mit Mr. Gedacht, Trapez. Das hat Trapez in Nase. Okay, kann man mal an. Wirklich? Gibt es ihn wirklich? Ist es jetzt habe ich es nicht. Was ist denn das? Wie geil ist das denn? Gut. Mega. Oh, das ist ja 10 von 10. So geil. Mega geil. Warte mal. Pinocchio-Schaukel? Pinocchio-Schaukel! Ja, nicht gut. Oh Gott, jetzt okay. Oh, das hätten wir aber falsch verstehen können, Leute, ne? Ich dachte, das ist das Trapez. Ich dachte, Mr. Trapez ist das Trapez, auf dem sie schaukelt. Also ich bin froh, dass nach Lara keiner mehr zeichnen musste, weil das hätte ganz schief gehen können. Ne? Ja. Oh. Ja, sein Date mit dem Krankenwagen abholen. Oh, das war verschwer. Sein Date? Ja. Oh Gott, okay. Wir hatten ja letztens so einen Awkward-Stream, der war sehr gut. Okay, gut gezeichnet. Okay, er fährt mit Hosen im Krankenwagen an Betty vorbei. Ja, klar. Deine Hosen, Anni. Aber das ist gut. Ich hatte nicht so viel Zeit, okay? Ja, aber warum haben wir Hosen nicht so gemacht? Ich hab da. Oh, nein, das ist der Strauß. Die Hosen sehen aus wie ein abgehackter Kopf, der kotzt. Oder? Nein! Becky, eine Puppe im Krankenhaus. Oh nein, und jetzt war ich mit der Puppe. Und ich war mit der Puppe so verwirrt. Dieses Gesicht, oh mein Gott. Oh, mega geil gezeichnet. Oh mein Gott. Und Becky, du bekommen ein Baby im Krankenhaus. Oh süß. Das war eine Puppe, kein Baby, okay? Achso, Entschuldigung. Ich verwirrt. Die Geschichte, die erzählt wurde, war schön. Erst mal das Date abholen. Das ist schwierig, aber dann war's. Und dann war schon ein Kind gut zum Schluss. Yo. Ja, nice, ich war ultra lost, leider. Ach, das war blöd. Hat er denn blonde Haare oben? Nein, der hat doch mittlerweile überhaupt gar keine rosenen Haare mehr. Ja. Becky kämpft gegen Hulk in Street Fighter. Okay, Becky, ja klar, Becky. Oha! Oha, süß! Stark. Becky versus Hulk. Sorry. Okay. Ich weiß nicht, wie man das zu schreiben, aber ich nicht gemacht. Oh nein, Alter! Nein! Anni, sick! Nein! Das ist geil! Ja! Geil! Sexy! Hulk geil! Becky. Becky gewinnt. Yeah! Das ist das Wichtige. Dankeschön. Obwohl du nur einen Arm hattest. Oh nein. Merkel und Matteo haben Angst vor Geister. Was war das bitte für ein Ach so! Hä? Okay. Sie dass ihr da Merkel noch rausbekommen habt. Lara Geist hantet Angela Merkel und Matteo in Phasmophobie. Oh mein Gott. Alter, wie gut. Lol. Sick. Sick. Nice. Matteo liest Merkel Gruselgeschichten vor und Lara ist Geist. Geil. Aber dass man da Lara sofort erkennt. Junge, wir alle die Hände malen. Ja, die Hände sind. Ja, die Raute ist das Wichtige. Matteo und Merkel erklären an die Politik. Anni rafft nichts. Dieser Blick ist auch so cool. Ja, der Blick ist auch so richtig. Richtig derp.
Ich hatte keine Zeit mehr für das Gesicht. Gollum feiert Geburtstag. Oh. Batman und Trese schenken den Ring. Das war zu viel. Ich konnte nicht. Das war zu viel einfach. Also ich habe es versucht. Oh mein Gott. Das ist mega gut. Ja, aber dann, ich merke, hinten die Zeit rausfehlt. Alter. Ich merke so bei Rezo. Ich habe es komplett falsch interpretiert. Wer hat den Satz geschrieben? Papo, du Penner. Ja, also Papo unmöglich in der Zeit. Nein, das wäre möglich. Ach, okay. Also, Gollum zeigt Batman in einen Ring. Du hast es doch heirat genauso wie du gemacht hast. Perfekt. Ja. Ich dachte, das ist ein Antrag. Jetzt pass auf, was ich rausgemacht habe. Gollum, ich hab wie geil auch sieht ein Gollum aus, Lara? Richtig nice. Mega gut. Batman schenkt Tresus immer seinen letzten Erdnussflip. Na klar. Und Goku ist auch dabei. Goku muss ihn auch haben, man kennt ihn. Wie Gollum als Jesus Mutter, oh mein Gott. Bitte, Rezo, mach kein Video gegen mich. Bitte, Rezo. Oh, wie geil. Okay, sieht auch nice aus. Aber der hier hat einen Joker mehr gedacht. Batman verfüttert seine Pässe an ihre Frau. Was? Anni, was ist? Ich war mir nicht sicher, es ist auch so eine Filze, Digga. Ey, da, also jetzt. Oh mein Gott, Anni. Papo spielt Dudelsack für Becky in Roboterkostüm. Okay, oh, ganz normaler wow, Satz. Lieb. Okay. Ganz normaler Satz. Okay, der Dudelsack ist aber auch. Es sieht aus dem Herz. Ja, sieht aus wie ein Herz. Wissen Mann Matteo spielt auf dem Herz, Dudelsack. Okay. Ja, das war schwer. Aber warum ja. Matteo? Okay, weil, oh nein. Nein. Ja. Matteo muss sich selbst am offenen Herzen erkennen. Ich hab das jetzt nicht ganz erkannt. Geil! Das ist geil geworden, Lara. Ja. Matteo nimmt eine Operation an seinem Brustkorb vor. Und stark erkannt. Das ist stark. Oh gut, oh gut, oh aber gut. Jetzt meine Frage, Papo, kannst du Dudelsack spielen? Nein. Aber ich kann warum Basic nicht? Das wäre jetzt noch richtig in Szene gewesen. Da fehlt mir die Kraft im Arm, um den zu drücken. Was ist, wenn ich den Sack halte und du halt reinpustest? Ganz kurz, bevor wir die nächste Runde starten, ich muss kurz meiner Katze ihre Medizin geben. Ich bin in so 5 Minuten wieder zurück. Okay, alles klar. Viel Erfolg. Ist aber mein letzte, glaube ich. Ich kann aber nicht mehr da. Ja. Was? Fischi. Ich muss dann auch kurz fliegen, ich muss meine Mama die Medizin wegnehmen, okay? Okay. Ich bin heute echt ein bisschen lange schon dabei. Der Tag ist sehr, sehr lang. Ja, aber ich verstehe Fischi da schon. Es macht mega Spaß, man lacht voll viel, aber man ist danach so krass im Eimer. Also mir geht es zumindest so. Ich finde, das war höchstens zwei Stunden spielen. Kann ich nicht, ja. Also zwei Stunden ist wirklich das Allerhöchste. Und wie gesagt, heute Morgen aufgestanden, 1000 Sachen, dann Stream. Und dann ist irgendwann so ein bisschen die Luft aus dem Pipi-Sack, ne? Your weakness disgusts. Aus dem Dudelsack, hä? Aus dem Pipi-Mann-Sack. Auch da aus. Du bist ja schon wieder so früh live gegangen, ne? Du willst bald. Hä, natürlich. Und stehst du so auf, Fischi? Ich hab was zu essen. Mittlerweile früher, so zwischen 8 und 9, 10 so. Boah, insane. Da gehe ich wirklich schlafen teilweise. Ja, wow. Das hatte ich auch lange Zeit. Das ist kein Zeit. Joke. Ich lange Zeit, ist kein Joke. Ich lange Zeit und jetzt bis vor 3 Wochen heißt es auch immer. Ja, also bei mir, ich bin heute, glaube ich, 7:15 eingeschlafen. Puh. Ja. Ich könnte gar nicht so lange wach bleiben. Also bei mir ist wirklich so, spätestens gegen 1 fallen meine Augen zu und dann... Oh, ich wünsche dir Träume. Chat, Sätze. Oh ja, ja, stimmt, Sätze. Also ich kann nach dem Stream direkt einschlafen, ist bei mir unmöglich irgendwie. Das nach dem Stream geht auch nicht, ja. Da muss dann schon eine Stunde oder so. Hm. Ja, ich brauche so 3 Stunden zum Runterfahren. Echt? Irgendwie. 3? Ja, das ist schon lang. Ja, ja. Das stimmt schon. Lang. Becky, du hast jetzt noch einen Musikwunsch, ne? Ich habe noch einen Musikwunsch. Achso, von der Flöte. Ja. Genau. Oh Gott. Eine Flöte. Eine Flöte, Leute. Da ist meine Flöte. Hier ist meine Flöte. Wo ist deine Flöte? Da ist eine Flöte. Okay. Ich weiß nicht, kannst du deine Musik meine Flöte gefunden? Aber kannst du alles spielen, was man sagt? Nicht alles, aber das meiste. Soll ich mir jetzt meine Flöte geht spazieren. Eine Flöte geht spazieren in Papos Mund. Eine Flöte geht spazieren in Papos Mund. Ups, verlaufen, ab in den Arsch. Da ist es schön warm. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Das ist Kleine Küki. Ja. Stark. Das war gut. Ja. Also, Becky, los. Hau raus. Okay, ich wünsche mir Master of Puppets von Metallica. Was bitte? Was? Okay, Land of Confusion von Disturbed.
Das ist schwierig auf der Flöte. Bin ich Habt ihr noch was von Roxette? Kannst du Ding Dong, die Hexe ist tot auf der Flöte? Ich wünsch mir was von Falco. Okay. Dradine dumm. Oh, okay, kleinen Moment, kleinen Moment. Kommissar Gedu. Oh, oh, oh. So, starten wir? Ja, Anni ist noch nicht da. Anni ist noch nicht Ach, da. Ja, Anni. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen länger mit der Katze. Ja, ja, ja. Kriegst du erstmal gemutet. Kriegst du übt jetzt einmal ganz kurz. Ja, ich muss gerade überlegen, was ich von Falco kann. Okay. Es ist schwierig, es ist schwierig. Es ist wirklich es ist ein schwieriges Thema. Mama, der Mann mit den Süßigkeiten ist da. Ja, oder... Das sind alles so schwierig. Jenny, quit living on dreams. Wir müssen Love is not what it seems. Na, 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 my symbol. Na, na, na. Ich sehe schon, das ist ja richtig High-End-Entertainment hier. Wir müssen mal, Leute, wir müssen mal irgendwas einen Special-Themenabend machen, wo wir irgendwas irgendwie. Ich meine, die Sachen sind lustig, wo man sich gegenseitig malt, wenn jemand dem anderen die Arschritze mit einer Lupe untersucht. Aber vielleicht kann man hier mal was Besonderes irgendwie. Mir fällt auch nicht ein, was. Vielleicht nur mit Filmen oder sowas. Oh, das wäre eine geile Idee. Man muss Filme malen, die anderen müssen raten, welcher Film das ist. Ja, so Jurassic Park, die Mumie. Ey, das wäre geil. Das ist eine geile Idee. Und wenn man eine komplette Runde schafft, bekommen alle, die in der Runde waren, Punkte oder so. Ja. Und wir laden sich jetzt nicht ein zu dieser coolen Idee, ja? Oh, Twitch. Twitch Rivals. Twitch Rivals. Was? Oh, warte, wir nennen es aber Cinematic Phone, weil man muss Filme zeichnen. Bam! Oh, Cinematic Phone Twitch Rivals. Richtig gut. Ja. Oha, okay, können wir ganz kurz festhalten, wer die Idee hatte? Becky, danke, Becky. Danke. Eine geile Idee. Ey, das gerne, ist aber echt geil. Ja. Man kriegt auch einen Film vorgegeben und man muss den. Und dann muss man den zeichnen. Das ist, glaube ich, eine geile Idee. Ja, und dann aber so wie bei Tabu, wo man so bestimmte Sachen nicht zeichnen darf. Ja, aber das ist genau, dann wieder, genau. Offensichtlich sind. Jurassic Park ohne Dinos dann zeichnen. Ja. Wow. Das ist halt echt schwer. Easy. Dann baust du so einen Bernstein. Okay, du hast mich gebrochen. Ich krieg's nicht hin. Nein, oh nein, oh Gott, dann wünsche ich mir irgendwas anderes. Ich bin raus. Es war's für mich. Oh mein Gott, nein, das kann ich. Nein, oh Gott, damit kann ich nicht leben. Dann hätte ich jetzt den ganzen Abend. Oh Gott, ich hatte eben eine Idee, jetzt habe ich sie vergessen. Darf ich mal ganz kurz was fragen? Ja. Wenn wir sagen Filme, dann geben wir gar nicht einen Titel vor, sondern wir fangen direkt an mit Zeichnen. Man kann es ja unten ändern. Das wäre auch gut. Oh, stimmt. Dann beginnt man direkt mit dem Filmzeichnen. Aber wir müssen dann so Mainstream-Filme nehmen, weil sonst kennt die jemand nicht, ne? Ja. Also muss schon Mainstream sein. Ey, wollen wir eine Runde probieren? Nehmen wir auch Serien dazu? Das wäre, glaube ich, können wir nicht. Ja, ja, Serien können wir auch nehmen. Aber muss harter Mainstream sein. Auch Sachen, die man in Österreich kennt und so. Wow. Das ist toxic. Über die Alpen ist schon einiges gekommen. Aber ja. Papo? Ja. Hannibal würdet ihr kennen. Kannst du uns sonst was von ABBA spielen? Kleiner Moment. Und jetzt hatte mein super Banger jetzt einfach. Mann, ey, scheiße. Ja, 10 von 10 Job. Du musst mir einen richtigen Titel sagen. Richtigen Titel. Yeah, Bohemian Rhapsody. Thank you for the music. Ist mir egal. Thank you for the music. Ich bin gleich wieder da. Das ist Jahrhundert raus. Okay. Und der wird überhaupt. Den hört keiner einfach. Das gibt's nicht, ey. Das kann nicht sein. Das war eine komplette Granate. Ich habe schon wieder so gute Beispiele. Ihr seid einfach insane. Ich habe eins, ich will was machen. Dankeschön. Danke, Becky. Ich will es malen. Also die Frage ist, machen wir nur zeichnen oder zeichnen, schreiben? Na, zeichnen, schreiben. Also, dass der eine dann... Zeichnen, schreiben. Aber wir machen doch jetzt noch nicht Film, oder? Das machen wir ein andermal. Nö, jetzt, dachte ich. Nee, das war für Twitch Rivals Idee. Aber lass uns das doch probieren, ist doch geil. Nee, wir können es nochmal probieren, ich habe kein Problem. Ach doch. Bin wieder da. Bibi. Hey, hey. Anni, wir hatten eine Idee. Und zwar machen wir Themen. Und zwar haben wir gedacht, dass wir jetzt Filme und Serien nehmen. Dass wir quasi Filme oder machen wir mal nur Filme, oder? Aber so, ne, auch Serien, klar. Gleich Serien mit dazu? Uff. Mhm. Ja, klar. Und dass man die müssen dann mega bekannt sein. Ich kenne halt gar keine Serie. Wir fangen halt an mit Game of Thrones und jetzt nimm dich schon weg! Stimmt, Daenerys Targaryen. Aber Stranger Things schon zu speziell, oder? Christ, ihr Drachenbaby, let's go. Ja, so richtige Classic-Filme. Wir fangen an genau. Mit Zeichnen. Kannst du die Zeit verlängern? Weil ich glaube, da ist wichtig, dass man... Druck. Aber dann darf keiner...
ja, wir können sagen, kein Druck. Wie alt bist du nochmal, Matteo? 107. Okay, okay. So, ich bin jetzt wieder da. Oh, Fabio ist wieder da. Ganz kurz, sollen wir denn keinen Druck machen oder normal? Nein, wir machen normal. Normal, aber kann man die Zeit nicht normal erhöhen? Nicht. Wie denn? Bist doch da, da unten Zeit bei normal? Zeit normal. Nein, das geht, oh mein Gott. Zeit langsam? Ja, machen wir. Weil dann können wir uns ein bisschen detaillierter zeichnen. Ja, aber dann haben Bart und ich nicht die Ausrede, dass wir so schlecht zeichnen, weil die Zeit einfach so schnell aus ist. Ihr könnt ja dann viel ausmalen, stimmt. Viel Farben und sowas. Okay, okay. Ja. Bart, wir machen viel Farben, ja? Machen wir okay. Jetzt Serien und Filme. Okay, Serien und Filme. Okay, Serien und Filme. Lass mal die Chats ein bisschen vorschlagen. Ja. Weil dann sehen wir auch, was viele Leute kennen. Ich hab schon was. Okay, okay. Ich brauche noch was. Ich brauche auch noch ein bisschen. Kann Papa mir dabei vorspielen? Oder war das ein... Nee. Also versucht schon so Mainstream-Sachen. Das mache ich später. Okay. Zeichne jetzt vor, ich try hard. Aha, ihr schreibt sehr coole Sachen, Chat. Was kann ich davon zeigen? Die schreiben bei mir nur Scheiße einfach. Ihr dürft bei mir auch ganz viel reinschreiben, weil ich weiß schon ganz genau, was ich nehme. Ich weiß schon, was ich nehme. Aber vielleicht erredet es ja irgendwie. Aber machen wir nur Film oder machen wir auch uns in den Filmen oder so? Oh, nee, das ist zu kompliziert. Ja, genau, bitte nur uns. Nur Filme. Easy starten. Ja. Wenn du merkst, es ist zu easy, kann man ja noch was anderes machen, aber... Ja. Okay, dann let's go. Mit Zeichnen starten. Okay, I try. Ich versuche... Okay, es wird ein bisschen nerdig vielleicht, aber ich versuche was zu kennen. Aber Serien gehen auch, ne? Ja. Ja, genau, Serien gehen auch, aber wirklich versucht, das muss jeder kennen, also... Ja. Oh, das ist gut, das schaffe ich. Okay. Let's go. Also, ich versuche mich anzustrengen. Wir müssen erst zeichnen. Ja, genau. Ja, genau. Jeder zeichnet. Andi war ja nicht da. Mehr Zeit, Achtung. Aber wir haben jetzt mehr Zeit. So, ist der eher immer so blöd. Ach so, dann kann ich mir richtig viel Mühe geben. Scheiße, Papo wird jetzt richtig OP sein, ey. Scheiße. Alter, jetzt mal ohne Witz, Matteo. Deine Bilder waren übel insane. Ja, Matteo kann auch sehr gut zeichnen, der Penner. Ja, dankeschön. Du auch, Fischi, alle. Nee. Alle können gut zeichnen, was soll denn das? Ihr seid so lieb, wirklich. Ich fühle mich hier richtig wohl, danke. Hey, oh, bist du auch mal wieder bekommen. Ist auch einfach, finde ich, aber... Gibt es nicht eine Pipette? Wie dumm ist denn das? Die Farbe kriege ich ja nie wieder hin. Ach doch, hier eine Pipette. Wunderbar. Es gibt eine Pipette? Ja, echt? Die gibt es, wenn du auf die Farbe draufklickst, also unten auf das große Pad draufklickst, dann hast du, kannst du erstmal wählen und dann gibt es eine Pipette. War das jetzt verständlich erklärt? Ja, ich hab's verstanden. Sehr gut. Chat, vielleicht erkennt ihr es ja. Könnt ihr schon mal. Wir haben jetzt ein bisschen einschreiben. Also ist ein Klassiker bei mir eigentlich. Müsste man erkennen. Same. Und wir machen es so, wenn alle in einer Line das den Film richtig raten und erkennen, dann kriegen alle in der Line einen Punkt, wisst ihr? Alle einen Sub. Nee. Nur der Erste kriegt dann einen Punkt, weil sonst kriegen ja alle immer gleiche Punkte, oder? Na, was ist, wenn ich es nicht erkenne? Dann kriegst du... Ah, nee, warte mal, das ist ja scheiße. Dann kann man ja voll schummeln. Verdammt. Sieht kacke aus. Same. Oh, gut, ich habe noch so viel Zeit. Chillig! Ja, Zeit haben wir ewig. Zeit haben wir ewig. Vormalen war viel besser als das, was hier gerade passiert. Oh je. So. Oh fuck. Ich hab's verkackt. Ach ja, wir haben halt so viel Zeit. Fuck. Ich beeile mich gerade so hart. Oh shit. Muss trotzdem tausendmal besser aussehen als alles, was, naja. Becky, ich glaube an dich, ne? Wir beide, ne? Ja, bitte. Also, ja. Okay. Ich male jetzt wenigstens mit Farben. Das mache ich jetzt. Ah, ich kann nicht. Ich beeile mich so hart, ey. Wenn man es so gewohnt ist, gell? So. Shit. Die Hälfte der Zeit ist jetzt rum. Shit. Nice. Okay. Ich versuche nicht zu offensichtlich zu zeichnen. Ich schon. Meins werdet ihr auch instant erraten. Ja, aber ihr meint sich ja gerade, da seid ihr wirklich lost. Also, bin ich ganz ehrlich. Das ist ein bisschen zu groß. So. Ich mache zu viele Details, glaube ich. Nee. Ich werde jetzt immer schlampiger. Ich werde super schlampig gerade. Ich war schon immer eine Schlampe.
Hot. Same. Mein Chat hat es erraten, ich bin glücklich. Das reicht mir schon. Ich weiß auch nicht, ob das so... Oh das Gott, oh Gott. Oh fuck. Selbst wenn das nicht richtig ist, sollte das jeder erkennen. So, letzter. Kriegen wir noch hin. Schuhball. Okay. Okay. Soll ich wen anrufen, oder? ja, gerne, klar. Okay, warte kurz. Ich hoffe, du rufst jetzt nicht an. Hat das der Chat erraten? Ich weiß nicht. Ja, ja Chat hat erraten schon lange, oder? So. Problem bei mir ist, umso länger ich zeichne, umso eher, es wird eher schlechter. Oh, Stingelbart. Wirklich? Telefon. Oh, Christo. Ups. Hi Christo, na, was geht bei dir? Nicht viel, ich bin gerade hier im Stream, macht übel Spaß. Ich habe gesagt, ich würde dich jetzt kurz anrufen. Wie geht's dir? Oh, damn. Ja. Mir geht's gut, wie geht's dir, Christo? Hey, danke, mir geht's. Tschüss, schönen Abend noch. Ciao. Kuss. So, nice. Was war das? Ich habe Bart angerufen kurz. Besser, ne? Den kann ich jetzt nicht noch zeichnen, Leute. Ja, Digga, da fehlt ja noch mega viel, aber... Ey, ja, keine Ahnung. Ich fehlt auch noch ein Hintergrund und sowas. Hat denn Bart in dem Film? Ich glaube nicht, ne? Worunter bin ich bei dir eingesprochen, Christo? Chat, ich zeige euch mal, wie ich es vorgezeichnet habe. Worunter ich bei dir eingespeichert bin. Darf ich deinen Nachnamen sagen, oder? Klar. Dann heißt du Jochen. Kein Plan. So nice. Oh mein Gott. Oh, wie geil ist das denn? Was ist das denn? Papo oder Pro? Was ist denn das? Ist geil. Richtig geil. Ja, was ist das? Okay. Das Geile wird jetzt, man muss ja dann immer das von den anderen auch zeichnen. Ist das? Wirklich? Ja, ja, safe. Also ich hab meins. Man muss es geil, das ist fucking zeichnen. Geil geworden. Was soll denn das? Ich glaube, das sagt keiner bei meinem Bild. Ich glaube, es war nicht Park, ich glaube, es war Bart. Ja. Also, das, was ich hier bekommen habe, ist ausgebrochen, richtig. Ja, das Problem ist nicht, dass man es, also wenn der Nächste es dann wieder zeichnen muss, irgendjemand verkackt es bestimmt und dann kommt man nicht mehr drauf. Boah, ich hoffe, es ist nichts Schwieriges. Man muss einfach nur den Film oder die Serie beschreiben, nicht was gerade auf dem Bild zu sehen ist, oder? Also man versucht es zu raten, oder? Ja, man sagt einfach, was man sieht, also die Serie, genau. Und dann kann ja eh jeder dazu zeichnen, sodass der andere dann versteht, der Nächste. Ja, genau, nur den Titel. Also ja. Es geht jetzt doch genau. Um den Titel. Ja, ja. Nur die Titel, okay. Ja. Also wenn ihr fertig klickt, dann... Geht mir schneller weiter. Geht's auch schneller weiter. Dann ist es ja ganz einfach. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich. Okay. Human Centipede, okay. Auf jeden Fall. Man könnte irgendwann mal so spezieller machen, so nur Horrorfilme oder so, aber dann ist die Gefahr, dass jemand nicht kennt, ne? Mhm. Ich glaube, man darf halt eigentlich zu offensichtliche Sachen nehmen. Oh nein! Wieso ist denn da ein Fragezeichen? Was seid denn ihr? Ich habe das nie geguckt, ich weiß nicht, wie die aussehen. Scheiße. Ah, ich weiß, was du hast. Oh nein. Oh fuck. Wie male ich das denn, oh Gott? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Oh no, Leute, das ist schlecht. Wir machen das wie folgt. Machen wir so, Bart, oder? Ich habe keine Ahnung, wie man die malt jetzt. Und wie die aussehen. Ups. Oh, ich weiß, was du hast. Ja, ich weiß es auch. Okay, und das wird auch keiner erraten, weil, sorry. Das wird eine Nullrunde. I guess. So, und jetzt? War nicht irgendwie so, Alter. So? Ich mache es ganz abstrakt, nur mit den Formen. Dann ist es vielleicht. Also, ich habe das Gefühl, so, es ist sowieso sehr eindeutig immer, was es ist. Keine Ahnung. Ich könnte das natürlich so lassen. Shit, es tut mir leid, ich habe das nie gesehen. Ich habe auch vieles nicht gesehen in meinem Leben. Ich kenne das. Ich habe richtig so ein Pile of Shame, was Filme angeht und Serien. Ist das nicht so? Ich habe Der Pate noch nicht gesehen. Same. Ich auch nicht. Ich habe Horst des Geldes nicht gesehen. Ich habe Stranger Things nicht gesehen. Ich bin einfach nur richtig lost. Oh mein Gott. Ja, super. Du hast Lost auch nicht gesehen. Lost doch, die erste Staffel. So. Die erste Staffel Lost habe ich gesehen. hast du nicht gesprochen in Lost, Lara? Oder? Ich? Nee. Ja. Das wäre geil. Das wär Alter, das wäre so epic. Ich habe letztens die Folge von Mandalorian gesehen, Lara. Das war richtig krass. Mandalorian? Ich habe in Star Wars gesprochen, damit ich in Mandalorian. Ja, meine ich doch. Ist auch selber. Die Folge über Star Wars. Meinst du den Star Wars Film oder was? Ja, der Film, dieser eine Film, wo du diese Kopfgeldjägerin, diese. Ah, ja, ja, ja,
Star Wars Episode 9. Ja. Sorry, Liz. Geil. Scheiße, wie malt man denn den Shit? Kann ich malen, Leute, es tut mir sehr leid. Aber ich glaube, man erkennt, was ich malen will. Auch so lange. Ich glaube, das erkennt man, oder, Leute? Ey, es tut mir leid. Meins ist echt scheiße geworden. Und ich kann es nicht besser. Ich kann es nicht. Was hat der denn? Fühl ich. War das dein? So. Ach so. Nee, das sieht man nicht. So, jetzt ist super toll, Leute. Das ist auch nicht. Passt das, Leute? Ich habe gar keinen Plan. Ein bisschen Hilfe. Ah, ja. Sieht das so aus? Ich habe keinen Plan, ob es so aussieht, Mann. Ich habe das nie geguckt. Es tut mir sehr leid, wenn ich euch enttäuschen muss. Aber ey, was haben die für Klamotten? Die sind nackt. Nee, die sind nicht nackt. Im Zweifel immer nackt. Ah, ich weiß nicht, ich mach's jetzt einfach. Ich mach's jetzt einfach wie in Schularbeiten, wenn man schon fertig ist. Und man nicht weiß, was man machen soll. Ich zeichne jetzt einfach noch irgendwas komplett. Keine Ahnung. Es ist die weibliche von beiden. Sie haben ja braun, gell? Hoppala. Ich vergaß. Ja, was hat der an? Was hat der an? Oh Gott, ich muss aufhören. Blond, rot, wer weiß das schon. Boah, das ist hart. Also wenn man oder den Film nicht gesehen hat, dann ist echt hart. Hauptsache strubbelig. Es gab auch auf jeden Fall auch einen verrückten. Doch wurscht, jeder kennt's. Ah, puh, ey, shit. Jetzt könnte zu verwirrend sein. Ich bin auch fertig. Ich bin fertig. Ja, was soll ich malen? Hier, ich weiß es nicht mal. Oh, echt? Ja, gut, das mit dem. Das kann ich jetzt. Oder kann ich das noch ändern? Oh, das Bad geworden ist Bad. Bad. I'm a bad girl. Duh. Okay, also. Puh, ey, das ist echt. Shit. Oh nein, oh nein. So. Hm. Aber ich dachte, ich muss mich jetzt beeindrucken. Wirklich? Nein. Boah, das soll ich noch zeichnen? Pff, ihr seid ja welche. Nee, der andere, oder? So? Scheiße. Oh, fuck, ey. Alter, oh, Mann. Das wäre so assi, wenn die Runde verkackt, weil die Zeichnung nicht erkannt wird. So. Oh, das ist, oh shit. So, Leute, es ist ein wunderbares Bild geworden. Wow. So, man kennt man schon. Wenn niemand das, wenn jetzt alle den Film. Alter, ich hab gar keinen Plan. Chat hat mir ein bisschen geholfen, Digga. Ich oh, habe geil. Gar keinen Plan. Das ist ja geil. Ja, geil, okay. So nice. Gut. Ja, schreibt easy. Was schreibt man die denn? Was zur Hölle? So? Schreibt man die so? Alter, mega das ist gut. So geil, die muss. Mega gut. Mega gut. Nein. Easy. Oh, gut. Also, das Bild ist richtig geil geworden. Ja. Ich habe auch ein sehr schönes Bild bekommen. Ich glaube, das ist so richtig, oder? Wird das so richtig geschrieben? Ich weiß nicht, wie man es schreibt, aber ich lasse mal so, jetzt erkennt man schon. Zusammengeschrieben, nein. Ne? Hä? Ja. Echt jetzt? Au. Bescheuert? Okay. Lol. Was really? Ist das? Mm. Okay. Was soll das sein? Das hier? Hä? Ja. Hey, ich dachte, das easy. Andere. Ich habe den Film nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen im Film. Also wird es auseinandergeschrieben, Leute? So. Dann musst du raten, Lara, nicht die vom Chat helfen lassen. Ja, okay. Zu spät, leider. Keine Ahnung. Zu spät, scheiße, okay. Wahrscheinlich ist es so ein Film, den ich nicht gesehen habe. Die Ahnung, den haben wir letztens erst gesehen. Also wenn ihr, bei der Schreibweise kann man sich schon vom Chat helfen lassen, aber wenn man es nicht weiß, wäre schon geil, wenn man versucht zu raten. Hm? Ja, finde ich auch. Oh Mann, hätte ich jetzt was, soll ich einfach das nehmen, was ich zuerst genommen habe? Schnell? Ja. Mhm. Okay. Ja. Leute, was schreibe ich da? Ich hab keine Ahnung, Mann. Oh shit. Oh, nein. Das ist aber geil. Ich weiß es nicht. Oh Gott, das kann ich nicht malen. Ich hab keine Ahnung. Nie geguckt. Wir haben echt viel Zeit, ne? Ja, voll. Okay, das kriegen wir hin, Leute. Oh, warte mal. Wir machen erstmal dunkel. Dann machen wir kleine Punkte. Für Sterne. Oh, warte, ich könnte auch.
Ich könnte was zeichnen, was nicht ganz so offensichtlich ist. Ja, wenn, genau, wenn das Wort einfach ist, kann man ja ein bisschen so eine Szene aus dem Film malen, die vielleicht ikonisch ist, und man weiß aber nicht sofort, was es ist. Yes, yes, yo. Ist das sowas? Wie hieß der nochmal? Oh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ah, die hat dann da hinten noch, oder? Oh shit, Mann. Ich muss pimpi, deswegen mach ich schnell. Aber man kann es, glaube ich, noch erkennen. Okay, nee, wir machen das anders. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Ich hab auch eine Idee, aber meine Ideen sind meistens nicht so gut, Bart. Ja, meine Ideen sind auch richtig scheiße, usually. Shit, das erkennen wir gar nicht. Also ich kenne nur einen Charakter aus dieser Serie. So? Ich weiß nicht, wie der aussieht. Das ist ja voll dumm, dass ich es gerade so zeichne. Wir müssen immer den Namen schreiben dann, ne? Ja, genau. Beim Raten muss der Film gezeichnet werden. Scheiße. Keine Ahnung, wie. Okay. So, ich glaube so. Also ich gehe jetzt mal von letzterem aus. Ja, das gehe ich auch meistens. Ja, das wird... Okay. Ja, das ist gut so, würde ich sagen. Nehmen wir den hier. Schnell mal reingefillt. Dann... Gesundheit! So, hast ganz wichtig ist das hier. Nee, das war was ganz anderes. Weiß nicht. Was war das denn? Hier ist eine Taube ins Fenster geflogen. Ich habe die rausgejagt. Nice. Also ich glaube, ich male das gerade richtig schlecht, aber... Ich kann keine Hände so schnell malen. Ich bin jetzt gerade mit. Kennt ihr das, wenn ihr anfangt zu malen, dann wisst ihr nicht... Oh mein Gott. Es ist... Warte mal. Ich muss mir das kurz anschauen. Es ist der Daumen abgestreift. Das wird richtig gut. Machen wir noch mehr Druck. Wie mache ich das... Ich glaube, der hat der eine Augenfarbe? Ich glaube nicht. Ja, und so, I guess. Okay, nehmen wir das hier. Checkt man das? Checkt man das, Chat? So, Leute? Ich geh schnell pipi. Jo, viel Spaß, ne? Ist das irgendwie... Pass auf, ich muss das hier noch ein bisschen spezifischer machen. Ich weiß leider nicht mehr, das war ein Abe-Enterprise, gell? Ich kann die Augen nicht so schnell malen. Ich habe eine Idee. Ich glaube, das war so ein A, aber ich weiß es nicht. Ja, wieso? War das ein A? Ich schaue das mal kurz nach. Shit. Oh, das Schiff habe ich gar nicht mehr so schlecht getroffen. Läuft. Shit. Man nicht ranzoomen kann, ne? Das würde ich gerne noch. So schwierig. Ah ja, okay, so. Passt. Kriegen wir noch hin. Aber okay, ey, also, ne? It's not bad. So. Oh, zurückgängig. Nee, lass mal rückgängig. Hier richtig gezeigt. Oh, fuck. Zeit. Lol, was? Shit. Könnte auch was anderes sein. Das wird trotzdem jeder erkennen. Es wird halt jeder erkennen, ne? Also jeder. Also bei meinem bin ich mir nicht sicher, ob es jeder erkennen würde. Doch. Ah, warte mal, hat der noch eine Nase? Ich google das jetzt mal, wie das wirklich aussieht. Hat der eine Nase? Okay, alles klar. Das würde passen. Ja, manchmal ist man sich da halt nicht so sicher, weißt du? Ja, das ist ja was ganz anderes. Oh mein jeder. Gott, scheiße, I'm sorry. So. I guess oh okay. So. Kein Plan. Ich meine, es ist schwierig, wenn man es nicht kennt. Ich denke schon, das erkennt man schon. Den Standardstuff zu machen, aber ich meine. Ich hoffe, man erkennt das. Ich drücke mal fertig. Ja, puh. Okay. Ah, ja, sehr gut. Ah, okay. Am Anfang dachte ich so, what the fuck, aber jetzt weiß ich's. Voll geil gezeichnet, Mann. Boah, wie hießen die denn? Ist das eine Serie? Ich glaube, das ist eine Serie, aber ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ja, das ist gut gezeichnet. Ja, weil, das waren einmal so die Hand und das Logo vom Stern vom Abzeichen. Das muss es sein.
Oh, oder? Voilà. Bevor ich abschicke. Man kann ja nochmal bearbeiten, sorry. Ne? Ist das eine Art von Mähen? Ja, aber wir sollen auch den Serientitel oder den Filmtitel schreiben. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall beim Schreiben nur den Film oder Serientitel. Ja. Ja. Weil sonst geht's nicht. Aber ich sehe nicht, welcher von den Filmen das ist. Ich glaube, das ist die Serie. Ist ein bisschen mitgezeichnet. Was ist denn? Aber. Hä? Jesus. Ja, was Simonius sagt. So, eigentlich also, das, aber ist es Men in Black. Ja, sorry. Ziemlich sicher das. Mein Bild sorry. Ist echt sehr stark geworden. Ich esse ziemlich Einfach nicht in den Chat gucken. Genau richtig, klar. Das finde ich gut. Also ich habe recht, auf jeden Fall, das weiß ich. Ich habe recht, nur das zählt. Guter Vorschlag, Kinimo. Guter Vorschlag. Ich werde es nochmal dann einwerfen. Wow. Oh, shit. Warte mal. Nein, das kann ich nicht. Shit, Mann. Okay. Nee. Das oh nein. Das kriege ich nie im Leben hin. Oh nein. Was ist denn das? Ich hole jetzt Zeit. Ich hole jetzt eine Vorlage raus. Wie sah das nochmal aus? So. Oh Gott. Ich weiß, was ich zeichne. Okay. Boah, das kriege ich nicht mal. Na. Hold up, ladies and gentlemen. This is gonna be some creative shit. Sag mal, wohnt ihr fast alle in Berlin, außer Becky? Nee, ne? Doch. Ich bin jetzt in Köln gelebt. Was? Köln? Wer? Jetzt ja, Kölner neuerdings, ja. Köln gezogen. Echt? What? Ja. Krass. Krass. Krass, Mann, ey. Richtig arg. Was machst du da? Oh, wie so ein Hintergrund. Früh aufstehen. Anscheinend. Den hier als Hintergrund, ne? So. Boah. Bei dieser finde ich immer so. So, ne? Chat? Oder so, so. Das ist nämlich immer irgendwie ich mache so jetzt einfach so ein bisschen comic-mäßig den Style. So Richtung comic-mäßig. Einfach im eigenen Art. Wenn irgendwo ein Loch ist, ne? Ja, dann ist es so dann kann kacke. Ich kann es ausfüllen. Ich weiß nicht mehr wo. Ach, hier. Oh Gott. Okay. Alter, Hände malen, Pain. Oh Gott, wo ist denn noch ein Loch? Das okay. ist die Frage, die ich mir sehr häufig Da wird stellen. Niemand drauf antworten jetzt, bitte. Scheiße, Mann. Okay. Ist alles dicht? Ja, das denke ich immer und dann läuft trotzdem. Warte, nein. Oh Gott, wir, wo nein, denn? Nein, oh Mann. Selbst wenn ich 100 Jahre Zeit habe, das kriege ich auch in 100 Jahren nicht schön gezeigt. Bitte? Ist das so. Nicht das Zeichen, also, wenn ich so mache? Oh mein Gott, es ist einfach so easy, wenn du gerade Linien ziehen kannst. Der hatte hier oben, glaube ich, auch immer noch so ein Ding drauf. So. Das wird niemand checken. Jetzt aber das erklärt ist mir mal, welche Haare hatten die denn? Ach nee, es ist spitz, sorry. Wir sind blau, wir sind spitz. Zu Hause sitzt die Frau mit Kids. Ja. Ja, ja. Kennst du noch, Christo? Kennst ja, du? Total. Ja. Das ist genau mein Jam. Das Gefühl, es wird ein bisschen genau dein Jam. Was? War das Matteo gerade? Was? Nee, ja, ich hab nichts. Matteo. Nichts gesagt. Ist auf einmal so leise. Sorry. So. Matteo ist konzentriert, so wie wir alle. Ja, ja. Muss ich ein bisschen so erinnern, so wie das aussah, aber... Versetzt euch zurück in eine Zeit, in der alles gut war. Das wird niemand erkennen. Gerade eben? War es das wirklich, Matteo? War es wirklich eben gerade alles gut? Ja. Ich glaube nicht. Habt ihr das Gefühl, dass alles früher geiler war? Ich habe das Gefühl, früher war alles schlechter. Ja. Gehe ich mit. Vor unserer Hochzeit war mein Leben grau und trist. Okay. Das ist traurig. Nö, nee, warum? Okay, jetzt bin ich ja glücklich. Lang? Upsa. Shit. Oh Gott. Blond. Oh no. Da muss ich was ändern. So. Shit. Rot kurz. So, das wird so ein hellblau. So, wenn das, also wenn das jemand das erkennt. Mit lang. Props. Props. Die Farbe ist irgendwie, ich bin noch nicht zufrieden mit der Farbe. Also, sollte man schon, aber bin mir nicht aus. Oh, shit. Oh Gott.
Ja, also es ist nicht ultra eindeutig, oder? So, ich weiß nicht, was hat er denn. Aber ich glaube, der hat eher die Farbe, ne? Der ist eher so. Sieht so schlecht aus. Eine Sache fehlt noch. Oh, das dann. Scheiß Ränder beim Ausfüllen, ne? Es ist wirklich, es ist eine Tragödie. Ja, diese Ausfüllen benutze ich einfach nicht mehr, das sieht scheiße aus. Man muss eigentlich vorher deckend, also vorher mal und dann irgendwie drüber. Es könnte so easy sein. Ups. Ups. Ah ja. Nein, 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 nein. Okay, aber das kriegen wir hin. Wenn irgendjemand. Ich habe keine Ahnung, leider. Ich bin da so lost. Ich habe das nicht gesehen und. Kein Plan, es wird nicht besser. So. Es wird einfach nicht besser. Ist nicht mal Pfannkuchen da vorbei. Okay. Ist schon komplett vorbei. Ah, Gott sei Dank. Yes. Gott sei Dank. So niemand musste meins mehr erraten. Oh, so ein Glück. Oh, Mann. Wir enden jetzt natürlich immer auf einer Zeichnung, ne? Ja, nicht auf ja, da muss einer gehen. Tschüss. Aber das ist doch cool. Okay. Hey. Hey. Können wir abstimmen, wer gehen muss? Seid ihr bereit? Oder? Ja, Chat. Okay, ja, tut so, wie ein Maus-Künstler werden. Lass mich mal in Ruhe. Wir müssen jetzt bewerten, ob. Also nee, müssen wir nicht. Wir müssen einfach nur sagen, ob es ein perfekter Cycle war. Nee, das einmal nicht, weil ich weiß, dass ich einmal falsch war. Wir gucken mal. Okay. Wir gucken mal. Okay, let's go. So. Oh Gott. Alter, extrem krass gezeichnet, aber es wäre mir nicht sofort eindeutig. Echt? Nee, mir auch nicht. Ich hätte sofort erkannt, aber nicht. Nie geguckt. Ich konnte es richtig, okay. Ja, oder? Eine Ahnung. Ja. Boah, Miranda. Oh Gott, wie gut! Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Shit, Mann. Das ist ja, das ist geil. Ich hab keine Ahnung gehabt, was das ist. City Woman oder Sex in the City. Wahrscheinlich. Ich hatte keine Ahnung. Ich hab einfach... Oh, wie gut! Wieso seid ihr alle so gut? So geil. Oh mein Gott, das ist so geil geworden. Aber was ist das Kreuz? Mega. Ah, das ist das Plus. Ja, Plus. Sex in the City. Ja, ja, ja. Voll gut. Das Höschen, das Höschen. Sex in the City. Ja, ja. Richtig stark. Und jetzt kommt meine Lost-Zeichnung. Na, geht doch. Süß. Ich finde die Kaktus recht niedlich. Oh. Geil. Ah, oh, ich habe gespeichert. Ja. Ich wollte speichern. Schade. Ich hab's gespeichert. Ja, ja, geil. Ja, das ist halt easy geil. Gewesen. Das ist wirklich ja, ja. Die Teletubbies. Yeah. Ja. Stark. Oh, ey. Oh, süß. Kann auch direkt so auf ein Shirt. Richtig Teletubbies. Gut. Nice. Soll das Kinderbücher illustrieren? Ihr werdet sehen, ja. Ich habe immer okay. Was anderes gemacht. Okay. Aber geil, die Sonne. Alles klar. Teletubbies. Und jetzt komme ich. Oh oh. Und jetzt kommt der Hero aus der gesamten Serie, Ladies and Gentlemen. Nono. Ja, Nono! Hey, hätte ich das bekommen? Ich hätte keine Ahnung gehabt. Oh, wie gut. Stimmt. Ich habe das nie geguckt. Holy shit. Ja, ich glaube, das ist auch, da warst du auch nicht mehr jung, also. Ich hab. Oh, krass. Das war richtig gut, Bart. Was ist das, Leute? Was ist das? Gandalf und der Kessel. Es könnte. Was kann das sein? Es könnte richtig, richtig leicht sein. Ich hätte einfach nur einen Jungen mit einer Blitznarbe malen müssen. Aber ja, es ja. Harry Potter oder was? Ach so, das Säugling. Ah, okay. Das ist einfach Baby. Sir Dumbledore. Harry Potter. Ja, oh, krass. Und er nailt das. Ich hatte keine Ahnung. Ich war irgendwie. Nice. Mal, siehst du, man kann es halt easy malen oder man malt. Hä? Abdenken müssen. Ja, aber die Details. Stark, Becky. Danke. Ja. War wirklich gut. Oh, süß. Ja. Aber ich finde die Idee von Bart ganz geil. Das ein bisschen kryptisch zu machen. Ja, wir hatten wir am Anfang nicht gesagt, wir wollen Harry so ein Potter bisschen wie Tabu machen. Ja, aber wir wussten nicht, was verboten ist. Das war nur mal Test. Wir wussten nicht, was. Aber ja, so von deswegen. Wegen keinen Main-Character zeichnen oder so. Das wäre halt ganz, glaube ich. Geil. Ja. Okay. Ich hatte halt, als wir über Filme geredet haben, habe ich direkt halt ein Bild im Kopf gehabt, deswegen. Was war jetzt die Frage? Ja, ob wir das vielleicht den Anfang nicht ganz so eindeutig zeichnen, sodass es noch Spielraum für Interpretation ist. Aber das ist aber auch schwer, ne? Ja. Wir sagen zum Beispiel, man darf keine Hauptcharaktere zeichnen oder so. Boah, das wäre. Stimmt.
Das der Hauptcharakter darf nicht gezeichnet werden. Das ist eine krasse Regel. Mhm. Sehr cool. Finde ich geil. Aber was hätte man. Ja, dann, ja, aber dann schauen wir mal weiter, weil bei manchen anderen Sachen wäre das ja richtig schwer geworden. Klar. Ja, da muss. Ja, ja, aber da muss halt irgendwie eine krasse Szene oder so nehmen. Das soll ja eigentlich auch schwer sein. Ja, gut. Wie muskulös der Harry bei Eva Theo gerade war. Jo. Voll durchtrainiert. Oh, so schön. Du hast das gemeint, Matteo. Das ist so Star Trek Enterprise. Aber ist halt dann auch eindeutig, ne? Ich wollte für die normale Runde. Ich hätte es nicht erraten können, glaube ich. Ich habe das nie gesehen. Ich glaube, das ist die Enterprise, kennt man doch, oder? Ja, ich habe die Draufsicht gemalt. Ist super geworden. Guckt euch mal an. Dann habe ich dein Bild gemacht. Okay, zeig. Ja. Oh, ja. Krass. Geil, von oben. Technische Zeichnung, nice. Ja, ja, Star Trek, ich hab, Mechatronik studiert. Heftig, aber voll die... Das ist auch nice. Ich habe noch die Hände und ich dachte, das Logo vom... Was Hände? Ist das, das ist das sollte dieses, was die vom ja, Spock... Ja, mal sofort, ja, ja. Sorry. Hand oder eine braune Banane, eins von beiden. Ja, was ist das denn rechts, das Goldene? Das ist das Abzeichen, was sie auf der Uniform haben. Ja, ja. Ja. Oha, nice. Anni. Ja. Nice. Anni, was geht ab? Ja, eben noch, ja, keine Ahnung. Kenn ich nicht und dann bam. Stark. Stark, stark, stark. Ja. Ah, cool. Mega, mega. So, und da hatte ich so Probleme. Sehr gut. Rick und Morty. Ja, da hatte ich so krass Probleme, weil... Aber das ist mega gut gezeichnet, Anni. Sehr, sehr gut. So nicht. Sehr gut. Pickerick. Ich hab's halt nicht geguckt. Ja. Ich kenn nur die Memes und sowas. Aber dafür ist doch richtig was gut. Hast du nicht geguckt? Oh, geil. Das ist 1:1, oder? Das sieht ja raus. Meine beste Zeichnung mit der Rick. Richtig geil. Das ist geil. Ich habe ich halt geschrieben, Rick und Morty und alle so, das ist Pickerick. Nein, Pickerick, Pickerick. Hä, was? Vielleicht geht doch in die Serie. Ja, in die Serie. Oha, was geht bei euch los eigentlich? Geil. Hände, was geht denn bei euch ab? Wie geil ist das? Ich glaube, Papo hat ein Tablet. Ja, aber guck mal, jetzt stell dich mal vor, ihr müsstet das zeichnen ohne Rick und Morty, also ohne die Hauptcharaktere. Das wäre krass. Ja, da hätte man Pickerick. Achso, hätte man Pickerick dann auch nicht zeichnen dürfen. Doch, Pickerick hätte man... Naja. Oder den Vater oder die Mutter. Aber das sieht hammergeil aus. Ist mega. Wirklich sehr gut geworden. Richtig gut, ja. Alle, finde ich. Ja. Also mega die Gurken cool. Aber auch insane. Ich bin ein Abenteuer, Rick. Das ist auch Pulp Fiction. Hm? Ja. Mal, aber kam da was anderes bei raus? Nee, ja, oder? Lass mich in Ruhe. Oh nein, oh nein, ich weiß, wo es schief gelaufen ist. Oh, ich weiß auch, wo es denn geht. Oh no, deswegen Man in Black. No. Koffer. Ich dachte, das sind die Blitzdingen. Oh, no. No. Oh, nice. Aber das ist krass. Das ist krass. Man in Black. Man in Black, danke. Ja. Lass mich den einmal gesehen. Oh, krass. Schön. Fischi, was geht? Alter. Nice, der Effekt. Sogar mit Lens-Flare-Effekt. Ja. Krass. Mm-hmm. Oh geil. Michael. Nice. Ey, ja, das Bild, ne? Sau geil. Das war das erste Bild, was ich bekommen habe. So geil einfach. Ja. Das A-Team. Wie, was ist das? Lara! Wie, was ich glaube, das habe ich verkackt. Yo. Alter, das... Ich habe das nie geguckt, Mann. Aber den Man kennt man doch. Das ist wie die Enterprise. Die kennt man auch nie. Also vor allem, das ist dieser Sprung, der in jeder Serie drin ist. Immer ist dieses Auto immer irgendwie so eine Rampe rübergeflogen. Aber das kam nicht bei mir an, ne? Das A-Team. Ja. Ja, ja, ist aber okay. Ich hab's nie gesehen, I'm sorry. Oh, krass, was? So ist die Chipmunks oder was ist das? Nee, das ist die Schwanz. Oh mein Gott. Wie geil! Das passt halt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So gut. Oh mein Gott. Was ein geiler Turn. Was ein geiler Turn. Ohne Witz, es hat so gut gepasst. Ja, wirklich. Wie kommst du darauf zu? Das ist urgut. Wisst ihr, was wir machen könnten? Man muss ein Mash-up aus zwei Filmen zeichnen. Und man muss erraten, welche beiden Filme das ist. Das könnte man. Ja, also was willst du noch? Das ist ja passt. Nee, okay, das passt actually ganz gut. Ja, auch Pulp Fiction und Man in Black, oder was? Ist richtig geil geworden. Voll gut, ja. Also da ist die ganze Reihe geil.
Jedes Bild einfach 10 von 10. Sau gut. Totally Spice. Ja. Aber wie Bart direkt Totally Spice erkannt hat. Ja. Ja. Hast du das geguckt? Oh mein Gott. Ich hab das nie geguckt, ja. Was ist denn Totally Spice? Übel gute Serie. Das ist richtig gut, ja. Diese, ja, das sind Geheimagenten. Ich hab's geliebt. Ja, ja. Und dann Sherry. PC-Spiel. Oh Mann. Echt? Ich hatte übel Bock auf die. PC-Spiel? Mhm. Oh mein Gott. Gab's damals so ein mega cooles 2D-Jump'n'Run, wo du so gegen Roboter schießen musstest und so. Das war so cool. Das war so cool. Ich hab's im Kindergarten gespielt. Das ist uralt, aber es ist so cool gewesen. Okay, wollen wir jetzt Runde probieren? Man darf aber keine Hauptdarsteller zeichnen. Oder wollen wir eine Mischung aus zwei Filmen machen? Oder, ja, Mashup fände ich halt geil. Also ich finde die erste Idee erstmal besser, weil ich glaube, das mit den zwei Sachen mischen, das ist echt schwer auch zu machen. Aber ich glaube, da kommt ein richtig witziges Zeug. Ja, glaube ich auch. Ja, ist true, aber ist okay. Wie ihr wollt. Wir können auch beides einmal probieren. Ja. So ein Harry and the Chipmunks kommt halt echt weirder Shit bei rum, ne? Und dann ist es irgendwie Harry Potter und in Star Wars, weil das irgendwie aussieht wie Chewbacca. Ich glaube, das ist ganz witzig. Ja. Wär schlimm für die Runde, wenn ihr einer weniger wärt? Wäre das jetzt irgendwie. Wär das nicht egal. Ich würde mich auf ewig hassen. Fischi, ist kein Problem. Ich wäre schon pissed. Nimm dir deine Zeit. Ich wär schon so, oder? Guck mal vor, der A-Team. Hat doch eben auch so wie ich so, naja, jetzt 2 Stunden reicht und jetzt plötzlich alle so, yes! Ja, weil jetzt so geile neue Ideen drin sind. Wir haben dieses Spiel revolutioniert. Und du kriegst jetzt dabei. Dann hol ich mir aber auch noch was zu trinken jetzt. Mach nur 2 Runden. Einmal eine Runde ohne Hauptdarsteller, einmal Runde Mashup und dann ist vorbei. Das ist eh wieder eine halbe Stunde, gell? Wir haben jetzt auch... Die Sache ist, in meinem Brain ist das Bild immer mega nice, was ich zeichnen möchte. Aber was dann am Ende bei rauskommt, ist halt echt. Ich glaube, das Problem kennen aber alle. Was machen wir zuerst? Machen wir erst Serie oder machen wir erst Mashups? Mashup, oder? Nee, lass Mashup später machen, oder? Mir ist egal. Dann Mashup als finale Runde. Okay. Genau, Mashup als finale Runde und jetzt erstmal Film oder Serien. Man darf aber keine Hauptdarsteller zeichnen. Okay. Ich würde halt sagen, so, ne, es ist wie bei Tabu. So die Sachen, die einem instant in den Kopf kommen, halt nicht zeichnen. Ne? Okay. Also sag mal zum Beispiel bei Rick and Morty. Zeichnest du halt nicht über Rick and Morty. Sondern die Schwester. Und bei Enterprise darf man die Enterprise nicht zeichnen oder sowas. Und Spock nicht zum Beispiel. Schiff und Spock nicht. Oder so. Vielleicht können wir es, man könnte es so machen, keine Hauptdarsteller und nicht, was im Titel steht. Oh ja, das ist gut. Ja, das ist wahrscheinlich im Sinn. Das ist dann echt hart, aber ja, könnte man machen. Okay, I try. Also guck mal, zum Beispiel, wenn der Titel Enterprise ist, also Serie Enterprise, dann darfst du nicht die Enterprise zeichnen, du darfst nicht Und wenn es Harry Potter und der Stein ist, dann zeichnet man nicht den Stein. Du und nicht Harry Potter, genau. Ja. Oh, warte mal, ist aber hart. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Bei Herr der Ringe darfst du halt weder Herren noch Ringe zeichnen, noch Frodo. Und genau. Ja, aber Gimli zum Beispiel schon. Dürfte man ist ja schon. Eigentlich ein Herr. Aber bei Herr der Ringe ist ja jeder ein Hauptcharakter. Mach's nicht zu hart jetzt, weil ich glaube, es ist so schon schwer. Ja. Ah nein, das ist übel easy, Leute. Wir kriegen jetzt muss ich echt überlegen, scheiße. Was machen wir denn? Oh fuck, du warst nicht da, als wir gerade gesprochen haben. Ups, ich habe viermal gesagt, ich gehe Pipi. Lara ist wieder da, Leute. Lara ist wieder da. Lara ist wieder da. Wir machen das wie bei Tabu, Lara. Wir machen jetzt auch wieder Filme, aber man darf den Hauptcharakter und Sachen aus dem Titel nicht zeichnen. Wollen wir einfach noch sagen, Videospiele sind auch dabei? Nein, Videospiele. Alter, dann wird es zu komplex, oder? Weil, ja, aber das Problem ist, was ist, wenn jemand den Film oder die Serie nicht kennt und das nur kennt wegen den Hauptcharakteren? Ja, dann nehmen wir Serien und Filme und wirklich Sachen, die echt obvious sind. Also ja, Sachen, die jeder kennt. Aber nicht zu obvious. Hauptcharakter oder wie? Genau, Hauptcharakter nicht und Sachen, die im Titel stehen. Also, ich überlege gerade die ganze Zeit, mir fällt nicht ein, wie ich Sachen zeichnen soll. Warte mal. Oh, das ist mal Zeit. Charaktere, Gesundheit. Danke. Gesundheit. Du kannst ja auch, du musst ja nicht mal einen Charakter malen, du kannst ja auch eine Aktion malen, die passiert oder so. Ja, genau, stimmt. Nebencharaktere gehen auch. Nebencharaktere gehen, ja. Okay. Was ist, wenn ich, sag mal, zum Beispiel Saw und ich zeichne nur eine Säge? Kommt ihr da drauf? Ja, oder? Naja, aber Saw ist ja eine Säge. Fuß und eine Säge, ja. Fuß und Säge wäre schon was. Okay. Darfst aber die Säge nicht zeichnen, weil es ist im Namen. Ja, genau. Stimmt, hast recht. Ah ja. Das meinte ich. Das darfst du nicht. Ja. Aber wenn Star Trek Enterprise, also warte mal, Star Trek. Ja, du darfst halt die Sachen nicht malen. Herr der Ringe darfst du keine Ringe malen. Oh, ja, genau. Säge. Jetzt check ich. Ja, genau. Fuck, das ist schwer.
Na, okay, komm, ich hab aber was. Ich hab auch was. Auf geht's. Ich hab was. Let's go. Let's go. Hat das Anni da? Ich werde mir einfach was einfallen lassen. Ja, ich bin da. Let's go. Keine Ahnung, Leute. Warte. Hat Anni die Regeln gehört? Ja? Ja, hab's gehört. Okay, geil. Passt. Neue Regeln, ne? Die haben neue Regeln, Anni. Du warst da. Okay, geil. Kann auf Charaktere etc. nichts, was in Tür steht. Let's go. Genau, let's go. Genau. Ich hab keine Ahnung. Fuck. Aber wir machen wieder mehr Zeit, ne? Genau, Zeit langsam. Ja. Okay. Ich hab wirklich keine Ahnung. Das wird heftig. Von Panem. Das wird heftig, Bruder. Das mach mal. So, dann. Hallo. Fuck. Hi. Okay. Meins wird richtig schwer, Leute. Nee, was soll das denn? Was soll das denn? Oh nein. Wie gehen denn diese Tools? Oh. Okay. Shit, wie male ich das denn, ey? Chat, gute Idee. Sehr gute Idee. Kein Ding. Ich hoffe, das kennt. Das sollte man aber eigentlich kennen. Wir sind alle alt genug dafür. So. Wie geht das denn? Ich raste hier gleich aus. Warum geht das nicht? Das ist ein Kopf, so ein Spitzen, oder? Bin mal gespannt, ob irgendwer drauf kommen wird. Das von den Zuschauern auch. Stimmt, die Leute im Chat raten ja auch. Die wissen ja auch gerade nicht, was gezeichnet wird. Stimmt, geil. Ey, dieses Konzept ist so krass gut einfach. Ist richtig cool, das macht richtig Spaß, ja. Keiner bis jetzt, glaube ich, nur im Chat. Ja, bei mir haben es schon ein paar. Ergibt das Sinn? Boah, ich kann mich gar nicht mehr an die Szene erinnern. Ich hoffe, ihr kennt das. Ey, aber ich glaube, ich kann das niemals gut zeichnen, egal. Oh. Da habe ich offen gelassen. So. Das Wichtigste sind die Köpfe. Jetzt muss ich die gut hinkriegen. Mal Köpfe, obwohl du keine Hauptdarsteller zeichnen kannst. Das ist krass. Das Problem ist halt auch, ich kann auch keine Köpfe zeichnen. Also ich habe mir die schlechteste Art des Bilderzeichnens ausgesucht. Naja. Oh mein Gott, ey. Warum habe ich mir das ausgesucht, Leute? Also meins... Ja, ich will da gar nicht mehr drüber sprechen. Es ist. Wir müssen. Ich hoffe einfach nur, dass ihr es kennt. Also, ich bin eigentlich fertig. Mal ist nur noch so, dass man das schöner wird. Okay, ihr werdet nicht drauf kommen, weil ich es nicht schnell genug gut zeichnen kann. Egal. Also, wer da drauf kommt. Oh, Black Gold hat schon das Gesicht. So? Das ist so bad. Das erkennt man nicht. Terrible. Okay. So. Also bei mir wird es jetzt ein halber Bob Ross gerade. Also ich möchte wirklich vorwarnen, meins wird wirklich extrem schwer. Ich glaube, manche von euch könnten es vielleicht sogar doch nicht kennen. Aber ich hoffe es einfach, dass ihr es... So, und jetzt brauche ich noch so richtig ich erschrecke mich jedes Mal so. So. Hm. Ich glaube, einer von denen hat hier so ein Ding. Und... Ich kann nicht so schnell jetzt zeichnen. Ich panike gerade schon wieder. Schon so actually close jetzt, ne? Actually, ja. Yeah. Actually, ja. Yeah. Ich bin so ein Actually-Dude. Actually. Ja, so, ne, es geht in eine Richtung, die man eventuell erkennen kann, wenn man richtig krass ist, aber wer ist das schon? Ne? Sind wir ehrlich, Leute, sind wir ehrlich. Ja, okay, ja, ist es gut? So.
Dragon Ball? What the fuck? Ich kann das nicht so schnell malen. Ich hoffe, man erkennt es. Sehr feurig. Die vier Chili-Schoten. Oh Mann, ich bin so gespannt. Ich hoffe so sehr, dass ich es erkennt. Wirklich. I tried my best. Ja, same, manchmal sieht man leider trotzdem nicht. Kein Plan, ey. Chat sagt, man kann es gut erkennen. Oh, ich war okay. Oh. Oh Gott. Oh, what? Ah, das hab geil. Ich schon ein Papo gemalt, Alter. Da sind 700 Schattierungen drin, Alter. Okay. Das ist nice. Also, okay, gefällt mir jetzt schon. Gefällt mir jetzt schon, wie die Richtung. Ah, das müsste das sein, oder? Ja, das hier ist ja auch ein Main Character. Ah, warte. Es geht, ich hab Kätzchen gehört. Nicht den Main Character zu zeichnen. Ich glaube, das ist richtig. Auch wenn ich nicht alles mehr kann. Mein Chat ist so lost. Mein Chat ist lost gerade. Cool. Das ist mega lustig. Okay, mein Chat weiß es auf jeden Fall auch. Die bestärken mich. Oh mein Gott, ich mein hasse Chat dich und ich nix. Liebe dich, der du das hier gezeichnet hast oder sie. Oh ja. Mein Gott! Ich liebe dich auch, Fischi. Ist das gut? Wow. Ich liebe dich auch, Fischi. Oh, oh mein Gott, ist es das? Ey, wenn ich das weiß ist, dann nicht. Liebe ich dich. Und dann komme ich vorbei. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber ich komme vorbei und ich klingel und ich warte kurz, bis du aufmachst, aber vielleicht machst du nicht auf und dann breche ich ein und bumm. Was eskaliert hier denn schon wieder so krass? Also was? Übrigens, für alle weiteren Ausgaben, Cinematic Phone gehört jetzt uns. Ne? Das darf kein anderer benutzen, außer wir, die gerade hier im Stream sind. Das auf diese Art und Weise. Ja. Genau, auf diese Art und Weise haben wir erfunden. Exklusiv bei uns. Wenn ihr andere Streamer seht, die das nachmachen, meldet die bitte. Reportet die bitte bei Twitch. Da hat es dann weiter. Also, was hast du? Oh, nee! Oh mein Gott, Alter. Ich weiß, was ich zeichne. Ich weiß, was ich zeichne, aber es wird ich weiß auch, was ich zeichne. Eisberg? Ja, das wird auch schwierig, aber das ist geil. Alter, was kann man da zeichnen, aber, Leute? Wer die Serie nicht kennt, wird es definitiv nicht checken, aber das ist mir vollkommen egal. Mhm. Ich kann das Boot nicht zeichnen. Diese ikonische Szene ist ja eigentlich, asozial von dir, dass der Typ auf die Schraube fällt und sich 300 Mal dreht. Ich bin enttäuscht von dir, Bart. Eisberg und ein halbes Schiff. Nee, das Schiff nicht zeichnen. Früher warst du cool. Ja, ich meine nur Wasser und die Tür. Voll, nur Wasser und die Tür. Okay, danke. Und im Hintergrund den Eisberg. Das ist eine Katze, Alter. Ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt das nicht ist eine lieben. Gute Idee. So. Nicht jetzt die Katze lieben. Das habe ich ja, auch. Ja, I'm trying. Nimm dir jetzt mal die Zeit für die Katze. Nimm dir jetzt mal bitte die Zeit. Vielleicht erkennt ihr, was ich davon male. So. Ja, ein paar von meinen Chat-Leuten wissen schon, was ich hier gerade fabrizieren bin. Nee, das ist schon schlecht. Das wird richtig schwierig, aber ich werde. Man darf keinen Hauptcharakter malen, ne? Scheiße. Ja. Ich habe zwei Leute im Kopf und die sind beide, glaube ich, zählen als Hauptcharaktere. Ich mach so einen Quatsch gerade, Leute. Okay. Neustart! Ja, oh mein Gott. Das ist so. Das könnte bei mir echt hier der Ultra-Fail werden jetzt. Also, maybe erkennt ihr es nicht, aber maybe doch. Und dann. Ich glaube, deswegen ist es aber so geil, weil es nicht eindeutig ist. Ich finde es auch gut, wenn man es halt wirklich schwer macht für die anderen. Mhm. Ja. So. Das finde ich auch sehr, sehr gut, wenn man es absichtlich schwer macht. Wenn wir genau, wenn man, halt richtig, wenn man eigentlich richtig gut zeichnen kann, aber es mit Absicht nicht ganz so gut zeichnen. I feel you, Becky. Ja. Okay. Ja. Lol. Was Hushi schreibt, ich habe auch als erstes an das Auto gedacht, wo die Sex haben und dann diese Szene, so das so runter, der Schweiß. Aber das kann ich nicht zeichnen. Ihr werdet euch jetzt noch fragen, was zur Hölle ist das? Aber darauf antworte ich euch genau. Vollkommen recht. Ich nehme mir jetzt raus, hier was reinzuschreiben, weil es einfach nicht anders geht. Weil ich einfach so eine Lusche bin. Ich bin eine Lusche, es ist okay. Nein, du bist keine Lusche. Du denkst halt an anderen. Wo ist das Loch? Ne, das hilft das nicht. Frage ich mich das auch das richtig, hilft euch. Mann. Ja. So, jetzt, Mann, ey, also. Ausmalen, Freunde. Ne, das wird. Oh, ich habe wenig Zeit. Das könnte ein Problem werden jetzt. Schon wieder ein Loch. Hier. Ich möchte mich auch mal so Schattenskills rausholen. Oh mein Gott, das wäre noch so viel besser gewesen. Scheiße, Gott, Chat, das ist eine gute Idee gewesen. Fuck. Jetzt habe ich so einen Scheiß gezeichnet. Ob ich das jetzt nochmal neu schaffe? Nee. Das schaffe ich nicht neu. Nee, das schaffst du nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Fuck, und das wird jetzt keiner erkennen. Oh no. Ist das so gut, Leute? Hoppala.
Nein. Ich habe gerade so viel Potenzial verschwendet. Ich bin sad. Fühle ich. Fühle ich. Oh Mann, ey. Drei Finger. Hey, Leute, wir dürfen nicht den Hauptcharakter malen, Leute. Deswegen nee, nee. Das malen, was da zu sehen wäre. Das könnte so nice werden, wenn ich mehr Zeit hätte. Ne? Ich glaube, Chat, ich hoffe, ihr wisst, in welche Richtung das gehen soll. Meine Zeichnung ist Nein, das ist kein Hauptcharakter. Das Problem ist, das wird man nicht erkennen, weil man auf einen anderen Film kommt. Scheiße. Ja. Was mache ich jetzt? Da kommt man. Nee. Du hattest dein Schicksal. Echt nicht genügend Zeit. Versuch das Beste draus zu machen, Matteo. Ja, ja. Also, das tut mir leid, das wird in eine andere Richtung gehen. Aber dann wirst du vielleicht trotzdem reinzeichnen soll, aber. Lass nicht gut geworden. Aber das mit dem Draw Your Leider ist es leider echt nicht genügend Zeit, Mann. Das hätte ich machen können, ja. Das ärgert mich jetzt gerade richtig. Egal, weil ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Ich mal das jetzt noch, damit die Leute hoffentlich noch irgendwie drauf kommen. Oh Mann, ey. Ach, verdammt, Mann. Ich bin der Sandmann. Nee. Oh, nee. Ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Na, ich hoffe, es erkennt wer. Es ist halt echt schwierig zu zeichnen, Leute. Es ist so klein. Ja, so. Ja, es ist halt, also wenn es zu klein ist, ist es halt echt nicht so leicht, ist das, wie es ist. True. Also meinst du es? Also ja. Das habe ich keine Ahnung. Oh, süß. Okay. 100 pro Matteo oder so wird safe nicht drauf kommen, wenn er meins bekommt. Ah, ich hab's. Alter, das ist ja mega gut. Oh mein Gott, ich hoffe, man erkennt, Mann. Oh mein Gott. Shit, ich check's. Oh Gott. Ich check's gar nicht. Ich hasse diesen Film und nur weil ich ihn hasse, weiß ich's. Okay, hab's. Hast du was? Ja, aber warum? Also ja, weiß nicht, wie der Name jetzt. Aber krasse Zeichnung, wer das gemacht hat. Ich möchte nicht in den Chat schauen. Chat wartet. Ich muss es selber. Ich will auch nicht in den Chat schauen, deswegen. Ja, das. Ja, aber leicht. Stark gezeichnet, Mann. Vielleicht sowas? Ich meine, das ist es so eindeutig? Ja, aber ich weiß nicht, was. Ich hab so was crazy Stuff gemacht. Was ist das? Ja. Hieß der Titel so, der ganze? Ich glaube. Heißt der, sind das für Film? Haare? Ja. Oh mein Gott! Oh Gott! Ich cheate jetzt. Weil ich es nicht kenne. Ich kenn's nicht, deswegen der Chat darf damit die nächste Person die Chance hat. Ja, ja, ist okay. Ich schreibe jetzt das, was ich denke, aber es ist, glaube ich, falsch. Warte, was habt ihr geschrieben? Ja, Gott sei Dank. Es geht natürlich nicht um den Charakter. Ich dachte, das sind Haare. Versuchen einfach nach... Oh, okay, man darf nicht... Hä? Ach so. Oh mein Gott, wie soll ich das denn zeichnen? Ah, warte mal, ich weiß wie. Ganz kurz, wenn man das nie gesehen hat, darf man googeln, was es ist? Ja, Also ich kenne die Sachen, aber ich google halt nach den Nebencharakteren, weil ich habe keinen Plan, wie die aussehen. Genau, wenn du, weil er redet ja trotzdem selbst, du willst ja nur andere Infos holen. Ich denke, es passt schon. Ist das Kyuubi ein Hauptcharakter? Ich kenne legit nichts davon. Ich werde nichts zeichnen können. Also Team 7 würde ich jetzt nicht zeichnen. Also ich zeichne nicht Sasuke, ich zeichne nicht Naruto, nicht Sakura und nicht Kakashi. Aber der Rest... Gentlemen, get ready. Ich male ein Kunai, wartet mal. Kunai. Ja, also. Ich male ein Kunai und ich male. Das mache ich jetzt ganz simpel. Nee, ich male ein Kunai und ich male ein Ding, ein Tuch aus. Wisst ihr? Sagen wir sowas in die Richtung, ne? Ein Konogakure Tuch. Verdammt, Alter. Es tut mir so leid. Hast du die Bilder zwischendrin richtig viel Mühe gegeben, ging in eine richtig gute Richtung. Das wird jetzt wieder so ein gutes altes Bart-Minimalismus-Bild. Ich fühle das. Ich fühle das hart. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Eigentlich war es das schon, oder, Leute? Ich bin fertig. Was? Ja, so. Hast du noch irgendwelche Zeichen drauf oder sowas? Irgendwie so. Dass man checkt, dass das so japanisch ist. Ich glaube, das wird ja. Egal. Das machen wir noch. Chat. Also, ich war nicht gemutet. Upsala. So, und jetzt Naruto Stirn
gespannt. Boah, ich krieg gerade richtig Bock auf Supernatural. Also, ist nicht meine Serie, die ich habe, aber ich kriege da trotzdem Bock drauf. Warum sagst du das? Weil ich keinen Plan von der Serie habe, die ich zeichnen muss. Aber du kennst schon, was eine Serie ist. Das finde ich gut. Oh, das ist vielleicht auch ein Film. Ich weiß nicht mehr, was die andere da hier... Ja. Okay, keine Hauptcharaktere. Könnt noch versuchen. Ich würde gerne reinzoomen. Ha. Ja, das mit dem Reinzoomen wäre echt cool. Ups. Sieht's aus dem Pokémon. Ich weiß nicht. Ja, also ich glaube, mehr mache ich jetzt hier einfach nicht, oder? Das reicht. Erkennt man, oder? Ich weiß nicht, ob es schlechter macht, um ehrlich zu sein. Schwierig. Eine Schriftrolle. Ich will nicht hinschreiben, weil dann ist es zu eindeutig. Man muss schon so drauf kommen. Ich finde... Anderen. Das ist mega, Leute. Das ist super cool. Gross. Okay, Leute. Das ist das. Ich glaube, das wird jetzt alle noch mehr. Was das jetzt hilft. Also man... Ist doch gut. Ich finde das okay. Ich finde es auch gut. Ja, ich bin sehr zufrieden gerade mit meiner Leistung. Nee. Also, wenn ich jetzt noch ein Fingerzeichen dazu zeichnen würde, das muss man schon so erkennen. Das ist gut. Okay, da. Ein Plan. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich bin schon so gespannt, wer das gegeben hat, was ich gerade zeichnen musste, von dem das kam. Ja, es ist fertig. Es wird nicht besser. Nee, bei mir wird es auch nicht besser. Okay, keine Ahnung. Also, Amin. Eins müssen wir noch zeichnen, oder war es das jetzt schon? Weiß ich auch nicht, weiß nicht. Wir müssen definitiv noch einmal schreiben und ich glaube noch einmal zeichnen. Oh, das ist ja geil. Oh. Das ist ja geil. Das ist richtig gut, das ist richtig gut. Oh, das ist geil, das ist geil. So gut. Das ist so gut. Ich möchte nur ganz kurz sagen, mein Bild ist nicht supernatural, okay, danke. Was ist das? Ah, ich weiß. Ich kenne die Serie halt null. Ist halt ein Hauptcharakter, aber ich bin da total, ich trinke ein Auge zu, das ist total in Ordnung. Welche ist denn das? Das müsste 5 sein, oder? Ich kenne die Handlung der Serie nicht. Ich kenne die Charaktere der Serie. Also, ich hatte den Namen. Ich soll ja keine Hauptcharaktere zeichnen. Ups. Ja, also ich würde sagen, also Hauptcharakter, ihr müsst euch jetzt nicht komplett einschränken. Ich habe die Sache nicht gezeichnet, aber halt einen Charakter darin vorkommt. Wir wollen es mal so machen, dass wir lieber den Hauptcharakter zeichnen, bevor die Chain. Nee, also ich würde sagen, der Hauptcharakter ist auf jeden Fall tabu, aber wenn man irgendwie so einen. Ja, aber Antagonist. In dem Film geht es nicht um den Hauptcharakter. Ja, ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe auch, hab auch so den Nebencharakter gemalt. Dann habe ich einfach den Hauptcharakter gemalt. Das ist lustig, ich schreibe das. Okay. Oh Gott, das ist es nie im Leben. Noch einmal zeichnen oder ist dann vorbei? Ja, ich glaube ja. Einmal zeichnen. Oh, nee, Leute! Wie soll ich das zeichnen? Okay, das? Ich kenn's nicht, aber ich werde es nicht googeln. Ich werde es einfach irgendwie malen, ja? Ich hab's nicht. Aber die Sache ist, jetzt kann ja eh niemand. Ich kenn das nicht. Oder? Ja, genau. Warte mal. Ist die, ja, jetzt am, Ende, am Ende ist eigentlich egal. Ende, dürfen wir? Okay. Was oder dürfen wir? Nee, den Hauptcharakter meinen? Auch nicht? Okay. Nein, das ist ja lame. Boah, was passiert denn in dem Teil? Das weiß ich doch gar nicht. Diesen einen Charakter suche ich jetzt. Ich mal den wahren Hero aus dem Film. Ich muss kurz mehr male ich nicht. Ich mal nur den Hero aus dem Film.
Ja, ich... Hä? Ja, ich weiß schon... Ich weiß schon, es ist, Episode 4 ist der mit, Eine neue Hoffnung. Aber... Was passiert in Eine Hallo? Neue Hoffnung? Ich weiß Hallo. Schon einfach nicht. Hallo, so. Hi. Na, hallo. Ja, also... Wenn ich jetzt ein explodierendes All daran könnte ich zeichnen. Aber so würde ich mir das vorstellen. Mann! So, Leute, wer das nicht erkennt, ist ja komplett lost. Todessternwelt zerstört, ja. Versuchen wir das zu zeichnen, Mann. Ey. Das ist halt, das schaffe ich nie im Leben, jetzt noch in der halben Zeit. So, führen wir hier noch aus. Ja. Schön. Wir können noch ein bisschen hier... Wir tricksen jetzt richtig. Oh Gott, oh Gott. So. Ja, ist ein bisschen zu viel des Guten. Schwierig. Oh, Leute, guckt es euch an. Diese Farbgebung. Schock. Ja. Ich glaube, ich muss schummeln. Das bleibt mir nicht an. Ich habe leider die Serie nicht gesehen. Also, same. Aber ich habe keine Ahnung von dem, was ich male. Ja, also... Man muss ein bisschen die Tiefe erkennen, wisst ihr, was ich meine? Ein Bild braucht immer Tiefe. Ich erzähle häufig von drei Farbenlehre. Ne? Das ist, wenn du drei unterschiedliche Farben nutzt. Einmal den normalen Farbton, einmal den helleren für Akzent und einmal den dunkleren für Schatten. So arbeite ich an jedem meiner Kunstwerke. Das ist tatsächlich... Ja, same. Katze, jetzt nervig, Mann. Nervig. Ah, das ist halt, das erkennt ja doch keiner. Also schon, ja. Ja, es tut mir echt leid, aber das. Also, das ist vor allem die da nach hinten, das muss eigentlich nach vorne. Es ist schon 10 von 10, dieses Bild. Es war eigentlich schon fertig nach den ersten 3 Sekunden, aber. Das ist endlich mal ein Bild, wo ich mir Zeit lassen kann. Und mit Zeit bekommt man Geld. Genau. Paoros. Muss ich noch einmal ran. Achso. Muss ich einmal fixen. So ist besser. So ist besser. Was soll ich jetzt machen? Genau. 3D. Jetzt geht's ja richtig bei dir ab. Ich weiß gar nicht, wie man schattiert, aber ich habe jetzt einfach mal schattiert. Ich habe so ein geiles Bild gemalt. Ich bin so... Oh Gott. Entschuldigung, aber das ist wirklich, also dass das am Ende kommt, macht mich ein bisschen traurig. Das wird nicht das Einzige sein, was am Ende kommt. Keine Ahnung. Okay, gut, dann, ne? Es wird schon wieder spät, Leute. Ich sag's, wie es ist. Kann man da noch irgendwas? Ja, Farben, machen? Leute, das ist komplett egal. Ich, das ist wirklich ein Bild, auf das man stolz so sein kann. Jetzt. Ich bin jetzt noch dafür, dass das hier clean ist. Das Ausgefüllte echt nicht so nice aussieht. Gar kein Plan. Kein Plan. Na, am besten jetzt noch googeln, was R2D2 wirklich reicht nicht, Alter, weil da weiß man, dass der kommt gemalt, in jedem Teil glaube, vor. Was da drin ist. Das ist schon noch, dass der so kein brennt Plan, oder sowas vielleicht nicht. Ah, ich bin ja komplett daneben. Kriege ich denn das jetzt hier noch weg? Ich habe keine Zeit mehr. So. Kennt man den Film? Oh mein Gott. Wird schon passen. Close. Sehr close. Noch hier so. Wir hätten noch so. Ich hab. Scheiße, ich hab eigentlich komplett gemalt, was im Titel passiert. Oder? In 6 kommt auch ein Todesstern vor. Ja, nein, aber da hätte ich ihn größer gezeichnet. Da hätte ich ihn größer gezeichnet. Das ist ja mehr kein Todesstern, das ist ja die Starkiller-Basis. Ich glaube, also es geht nicht besser. Okay. Ja, ich bin so am Ende geschummelt, aber es ging nicht anders, weil ich kenne die Serie nicht. Okay, ich bin gespannt, was jetzt kommt alles. Paoros. Okay, let's go. Ey, ich erwarte jetzt so viel einfach. So. Okay. Oh mein Gott. Oh, süß. Hey, voll die krasse Szene. Ja. Spider-Man. Ja. Gott sei Dank. Ultra stark. Okay. Bei mir ist vielleicht nicht ganz erlaubt, was ich gemacht habe, aber... Leute. Ja. Oh! Also das ist geil. Einfach nur geil. Spider-Man 2. Ey, wie geil das ist. Ja. Das ist nur geil. Oh Mann, und meins ist. Lauer!
Ah, super! Oh, ja, stark, stark, richtig stark. Richtig stark. Voll gut. Das ist der zweite Teil, Matteo. Hä, wie hast du denn die Farbe so geil hingekriegt? Oh, man kann ja so transparent machen, ne? Ja, das hast du jetzt erst rausgefunden, dass Transparenz geht, oder was? Scheiße. Ich hab mich noch nie mit dem beschäftigt. Oh, ich hätte das Feuer so transparent machen können. Oha! Geil. Das Hey, wie ich habe eine Spinne gemalt, aber ich hoffe, das ist okay, weil... So. Weil ja, ja, geht klar. Geht klar. Geil, Alter. Mega gut. So, mal schauen. Oh, ja! Oh, nice. Krass. Süß. Oha. Wie gut. Okay. Sehr gut. Danke. Ja. Von Barnim. Ja, stark. Barnim. 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 Und das war so heftig. Nice. Weil ich sehe das Bild, erste Sekunde, ich raff gar nichts, zweite Sekunde direkt und gesehen. Tribut, das ist von Barney. Mega gut. Voll gut, Fischi, wirklich. Tribut auf Barney. Yeah! Geil. Ja, yeah, nice. Mega gut gemalt. Stark. Tribut von Barney. Ey, wie geil. Was ist das? Tribut von Barney. Ja, oh, Lava. Was ist bei dir noch? Geil. Ist es ein Foto? Ist es ein Foto, oder? What aber the fuck? Die Flammen hätte ich halt mit diesem Brush, mit diesem Durchsichtigen. Alter. So cool. Holy shit. Insane, Lara. Ist aber Harry Potter, Orden des Phönix, ne? Aber ich finde es cool, dass sich der Vogel auch so wie im Film gewandelt hat. So von dem ersten zum zweiten, dann zum dritten, der sich aufbreitet. Voll gut. Ja, das stimmt. Oh, krass. Ich krieg die Tür gerade nicht zu, ne? Heftig. Ja. Also das war insane gezeichnet. Aber ist meine Meister gefunden. Krass, ja. Oh, nein. Ich verstehe es nicht. Was ist das? Die Cantina-Band. Ja, ich wusste, dass Adi sagt, verstehe ich nicht einfach. Star Wars? Ja. Adi einfach gerade 12 Jahre alt geworden. Ah, geil. Mega süß. Oh nein, Lara. Oh. Wie geil ist das denn? Sau süß. Ey, Lara, was ist bei dir eigentlich los? Jetzt check, ich raff's nicht. Was? Ey, das ist einfach so geil. Nutzt du ein Grafiktablet oder nicht? Ey, nein, was ist? Nee, also das ist unmöglich. Insane. Also wirklich, Lara. Mein Chat schreibt auch, Lara ist krank, ey, wie sie da. Ey, das ist wirklich absolut krass. Sick. Oh, Alter. Okay, das ist süß. Alter, mal, Fischi! What the? Junge! Auch mega, mega geil, Alter. Mega. Auch mega stark. Richtig, richtig nice. Star Wars. Und gleich so ganz detailliert, Episode 4. Dann so direkt. Geil. Nein, stark, geil. Becky. Nice. Stark, stark, stark. Oh, was eine geile Runde, ey. Das war wirklich insane. Alter, das war richtig gut fahrt. Richtig, richtig. Ja. Ich habe halt das von Lara. Das ist so geil geworden. Ja. Trotzdem hoffentlich wieder erkennen. So. Ich finde es echt nice, dass wir uns alle so Komplimente machen. Für ja, das voll, Team. Danke. Das ist dann lass mal jetzt alle sagen, wie schlecht wir sind, okay? Okay, fangen wir bei mir an. Oh, ach, von dir war das, Matteo. Ja, ja. Sick. Und ich habe so... Matteo hat einfach den Film gemalt. Und ich habe so viel Potenzial verschwendet. Alle haben gesagt, ich soll das mit den French Girls. Und nee, voll gut. Ich habe nur die Tür gezeichnet, ja. Stimmt, ja. Aber die Tür ist der wahre Held. Oh, Gott sei Dank. Danke. Ich wusste es ehrlich gesagt erst nicht, aber das muss der Eisberg sein. Ja, stark. Ey, warte mal. Das ist aber Hauptcharakter bei fast schon. Aber stark mit dem... Oh, die Kette. So gut. Herz des Ozeans? Nee, wie heißt das nochmal? Herz des Ozeans. Heart of the Ocean. Heart of the Ocean. Heart of the Ocean. Aber auch ein geiler Film, muss man sagen. Ist ein geiler Film. Ja, Bart, ist es gleich doof! Ja. Wie geil! Wie gut! Ey, stark! Wir beide an die Tür. Ja, Mann! Jo. Mega. Ey, wie geil! So gut! Aber man muss einfach sagen, also den Eisberg zu malen, ist halt eigentlich auch nicht fair, weil der ist Hauptcharakter aus dem Film. Ja, das hat mein Chat dann auch geschrieben. Also der Chat auch geschrieben. Aber der kommt spät erst rein, deswegen. Aber Bart, das sieht richtig heftig aus, das Bild, wirklich. Danke, Mann. Die Schattierung. So gut. Ich bin gespannt, ob meins einer von euch erraten hat. Ja, geile Runde, ey. Ich bin geile schon so... Runde. Die sind alle geil. Okay, bin gespannt. Ja, du warst das! Oh, oh gut, Anni! Ich hab keine Ahnung. Du hast keine Ahnung? Wie kann man da keine Ahnung haben? Ich hätte es nicht gewusst. Ich wusste es oben rechts. Ich hätte es nicht gewusst. Oben rechts und der unten drunter. Da, deswegen wusste ist es Naruto oder was? Ist ja, natürlich! Naruto. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Diese Felsenwand, wo die Dinger eingemeißelt sind. Ja, eigentlich hätte es so cool werden können, aber ich hatte keine Zeit. Oh, wie cool! Okay, Bart. Alter Bart. Ich hätte da keine Ahnung gehabt. Ich hab Chat einfach
das machen lassen, weil ich, ich wollte euch die Chance mitnehmen. Ja. Ich habe es nie gesehen, aber das Stirnband hat Schriftrolle Kuna ist hier smart. Dieses Zeichen auf dem Stirnband. Das ist smart, weil ja, ja. Und ich musste leider schummeln, weil ich wusste, ich kannte dir, ich kenne das ja nicht. Und dann musste ich halt was anderes nehmen. Aber also, ich bin eh Letzter. Nice. Geil! Naruto Run, richtig nice. Ja. Ich wollte erst Naruto malen, dann ist mir aufgefallen, dass das Hauptcharakter hat der Kakashi draus gemacht. Ja, genau, ich musste abändern. Geil! Dragon Ball, cool, ja. Ja, so, das fand ich mega. Alter, krass. Und ich. Ja, und ich dachte, man darf den nicht zeichnen. Das ist nicht der Hauptcharakter. Nein, das ist Buffy. Das ist Spike, ja, oder? Ja, Buffy ist Hauptcharakter, ist Spike. Spike. Ja, ja. Das ist Spike. Scheiße. Ey, sau gut geworden, Papo. Sau stark. Ja. Aber wie alt bist du, Papo, dass du das kennst? Ich bin 28. Ja. Oh, krass, gut gehalten. Fucking love it. Danke. I'm sorry. Ja, das sieht einfach geil aus. Das ist einfach mega. Ja, und ich hab jetzt... Ja, ich muss dann so ein bisschen drumherum arbeiten. Ihr dadurch auf Buffy gekommen seid. Oha, Lara! Lara! Lara, was geht? Ich habe die Serie nie gesehen. Aber ich habe aber das funktioniert schon, glaube ich. Es tut mir leid, ich kannte die Serie nicht. Ich habe irgendwas gemeint, was auf den Namen klingt. Becky? Ich habe. Es waren zwei Sachen. Wie geil du bist! LOL! Es war einfach auch mein Buff! Buff und des Dingens. Ja, klar, logisch. Ja. Wolltest du Honey Entertainment malen? Was? Wolltest du Honey Entertainment malen? Wie geil. Ja, es ist wieder Hans Entertainment geworden. Ich dachte, ein Typen, der bufft ist. Ich habe keine Ahnung, wer Buffy war. Ich hab, geil, Mann. Ich würde die Serie gucken, Anni. Das sieht nice aus. Können wir mal kurz die alle auf einmal mit diesen Schattierungen malen? Und vorher hat es keiner gemacht. Ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit und wir haben gelernt von Papo. Ganz kurz. Sagen, dass Becky einfach insane ist. Ich habe legit gesagt, ich male einen Buff-Typen wegen Buff, weil ich keine Ahnung habe, was der Film ist. Und und das war nur Buff und ich habe mir gedacht, okay, und Dämonen. Dann habe ich gedacht, Vampire Diaries? Nein, dann hättest du einen Vampir gezeichnet. Und dann war ich einfach so, was wäre die alte... Heftige Transferleistung. Ja. Ja, krass. Bart, ich sehe schon, wir sind so auf einer Wellenlänge, kann das sein? So wie unsere... Das funktioniert. Ja. Ey, ich muss sagen, das ist das, was wir gerade machen. Das ist geiler geworden, als ich dachte, dass man Hauptcharakter und Dings weglässt. Das ist richtig geil. Mega. Und es ist eine geile Abwechslung von irgendwer aus dem Chat bumst irgendwie einen anderen. Ja. Stimmt. So haben wir angefangen. Ist doch auch mal geil. Ich meine, wir könnten auch Netflix. Oh, nice. Ja, stark. Jo, dieser Klang von Fischkopf direkt. Problem. Oh, ich hoffe, das hat jemand erkannt. Ich dachte, das sind Haare. Ich dachte, es ist ein Frosch mit Haare und ich habe urlang gebraucht. Aber, am Anfang dachte ich auch Frosch, aber dann, das sieht ja sogar der Blick ist sogar passend. Ja, der ich hab's dann auch kapiert. Cool. Tut mir leid, Anni, ich habe aber urlang gebraucht. Ich war so lost. Oh nein. Meins. Meins, Du hattest bessere Ideen als ich. Ich bin so dumm. Nein. Geil. Oh, nein. Nein. Geil, geil, geil. Aber es ist schon gut, wenn das erste nicht so ultra schwer ist. Wie gut! Papo, was ist denn bei dir? Geil! Ey, wir malen hier halbe Disney-Filme, ne? Wir können das im Prinzip einfach. Ja, lass uns einen eigenen Film machen. Ey, what? Alter. Ja. Heftig. Holy shit! Mega. Ey, what? Stark. Oh mein Gott. Mega gut. Die wird schon geschrieben, der Stream wird geclaimed von Disney. Oder ist es Disney? Ja. Nee, ist Pixar, oder? Pixar? Ja, ist Disney. Nee, das ist aber Disney. Ja. Disney ist Pixar. Oh, ich glaube, wir könnten tatsächlich auch bei dem Modus sagen, wir machen weiter, wenn alle ready sind. Aber ich glaube, es ist witziger, wenn du es halt nicht schaffst, komplett fertig zu zeichnen. Ja. Nee, so ist schon gut. Ich fand das schon geil von der Zeit. Moment, aber da, in diesem Modus... wo man diese Filmsachen und so macht, ist doch super cool, wenn das ausgemalt ist, also richtig gezeichnet ist. Ja, finde ich auch. Der Effekt geht ja weg von, erkennt man es oder erkennt man es nicht, weil, also Sonder. Entweder man erkennt es halt oder nicht und dann ist aber der Riss ist ja ein ganz großer dann. Und dann ist es halt cool, wenn man dann zumindest sich ein bisschen austoben kann in dem Ausschmücken des Bildes, oder? Ja, finde ich auch gut, finde ich auch gut. Ich hätte vor eine Viertelstunde an meinem Bild sitzen können. Ich fand es jetzt von der Zeit her gut, weil man kann halt, wenn man es direkt rafft und was zeichnet, hat man noch Zeit, es noch zu verschönern.
Ja, das hat halt einen anderen Aspekt so ein bisschen, ja, ne? Okay. Die Sichtweise ist eine andere und dann ist es cool, wenn man es so ein bisschen ausschmücken kann. Und okay, dann versuchen wir jetzt Mashup, also zwei Filme, man darf wieder alles zeichnen und zwei Filme in einem. Okay, da brauche ich auch ein bisschen Zeit, um zu überlegen. Also zwei Runden, das ist jetzt meine letzte Runde. Ja, letzte Runde, auch für mich, auch letzte Runde für mich. Same. Gut. Okay, also Mashup. Zwei Filme in einem. Genau, zwei Filme. Aber dieses Mal ist es okay. Hauptcharakter. Soll auch alles gezeichnet werden. Alles gezeichnet, okay. Ja. Darf alles gezeichnet werden. So, kann ich, zwei Filme. Kann ich, also die, aber die Charaktere müssen nicht irgendwie verschmolzen sein, sondern ich könnte zum Beispiel Harry Potter und Nemo malen. Du kannst malen, wie du willst. Die können auch verschmolzen sein. Die können auch, was weiß ich was, alles mögliche. Ich glaube, es ist auch witziger, wenn die verschmolzen sind. Okay, also man soll... Geht alles. Und man schreibt dann in das Feld, schreibt man dann die beiden Filmtitel. Beide Filme. Also wenn genau, beide Filmtitel. Wenn es ein Harry Potter mit einem Nemo-Gesicht ist, dann ist es Harry Potter und Nemo. Findet das Nemo. Ist absolut korrekt. Okay, ja, passt. Ja. Gut. Okay. Also, los, Chat, bitte. Ich brauche Ideen. Warte. Oh mein Gott. Ghostface allein zu Hause. Okay. Und? Oh ja, das ist. Oh, gut. Das ist auch richtig gut. Shit. Hier sind echt viele geile Ideen. Ja, ist halt richtig arg. Das Problem ist, der Zeichenskill limitiert. Ja. Na, das schaffe ich nicht, Leute, das schaffe ich nicht. Also Jurassic Park und Star Wars, das würde ich hinkriegen. Kann ich einen T-Rex mit einem Lichtschwert zeichnen, ja, das ist gut. Ja, doch. Herr der Ringe und Schreck könnte ich auch noch hinkriegen. Da male ich Schreck. Okay, ich habe meine Sachen. Schreck und Gollum. Oh, ich überlege noch. Scheiße, wirklich viele Vorschläge. Schreck und Gollum. Gute. Aber ich glaube, ich male den T-Rex mit dem, das kann ich nämlich gut vereinen. Was ist bei Schreck? Planet der Affen und irgendwas. Hallo, ich bin wieder schwer? Da. WB. Hi. Cars hi, und WB. Oben. Tut mir leid. Da könnte man. Ich freue mich. Da könnte man den Cars-Typen mit Luftballonen zeichnen. Ja, das wäre noch eine Idee. Man kann auch zwei Serien machen, oder? Also, ja, kann zwei Serien, zwei Filme, geht alles. Ja, ja. Serien werde ich nicht. Einen gibt es Serien. Aber kann ich auch eine Serie mit einem Film mischen? Boah, ja, so klar. Gute Ideen, das ist zu viel. Ja, ist egal, auch zu viel, ich kann mich nicht entscheiden, das ist das Problem. Ich überlege auch, was ich überhaupt zeichnen Batman, kann. Batman, oben und Batman ist auch cool, weil da kann ich Batman mit den Dingern zeichnen. Leute, ich bin so bereit, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Simpsons und Game of Thrones. Ja. Simpsons und Game of Thrones. Leute, das wird langsam. Game of Thrones. Langsam. Ich schaff das. Ich mal den Thron. Okay. Wobei, das ist auch wieder so schwer. Machen. Scheiße, ich versuch. Oh, shit. Okay. Puh, das wird schwierig. Oder vielleicht doch den T-Rex lieber? Ich mal lieber den T-Rex. Da bin ich safe. Lieber T-Rex. Oder Game of Thrones wäre schon ziemlich cool. Okay. Nein, ich mach den T-Rex. Wir machen den T-Rex. So. Warte, ich muss das kurz suchen. Nicht, dass ich es jetzt falsch male. Shit, wie kann man denn... Wie kann man große Flächen einfach... Ah, nee, warte mal, das gibt's noch. Ich tue ein bisschen gucken, damit ich auch mal was Süßes zeichne. Wichtig ist die Körperhaltung, Leute. Okay, das ist gut. Wenn ihr darauf kommt, 10 von 10. Ah, fuck. Ah, ich weiß, wie ich es mache. Oh, shit. So, das wird 1. Machen wir hier drüben noch einen. Das ist immer so blöd, wenn man das wegradiert, dass dann das auch immer weg ist. So, machen wir so ein bisschen an Bauch. Kommt hier. So, unten muss noch einer hin. Nummer 2. Ich habe keinen Platz. Scheiße, ich muss nochmal zurück. Oh. Ich muss hier anfangen. Kann man Linien so ziehen? So. So. Das ist ein hässlicher T-Rex. Und so. Warte mal, ich mach die ein bisschen größer. So, irgendwie. I don't know. Und dann. Der hat diese Stance. Okay, naja.
Legendär. Ich hoffe, das finden alle raus. Ich glaube, er schaut zu lieb aus, Fan T-Rex. Aber es ist eher wurscht, es geht ja mehr um... Bei mir auch. Ich halte mich auf zu sehr mit Details. Ja, same. So, jetzt muss ich das Wichtigste zeichnen. Das wird jetzt echt wichtig und schwierig. So. Fuck my life. Ups. Okay. So. Ich hätte es vielleicht anders zeichnen sollen. Ich muss es minimalistisch machen, sonst geht's nicht. Ah nee, das muss ich irgendwie... Kacke. Okay, Leute. So. Okay. Nein. Oh, es ist so schön. Das ist super cool. Das ist so cool. Hässlich. Das ist so hässlich. Cool, oh, so schön. Shit, das wird... Ich hab jetzt keine Zeit. Gleichfalls. Wie male ich das jetzt? Das ist schwierig. Oh, ich hätte den Havant malen können, ne? Das ist sick gewesen, egal. Ja, ich hoffe nicht, dass die Tabaluga erkennen, oder? Tabaluga? Das sieht so richtig scheiße aus. Mach doch Tabaluga mit Lichtschwert. Oh, ja, ich kann eh nichts schreiben. Das ist eh komplett egal. Also die schreiben ja dann als erstes, was es ist. Okay. Ach du Scheiße. Oh no, oh no. Die zweite Person kriegen die so schnell hin. Oh no. Das wird richtig schwierig gerade. Jetzt machen wir noch Folgendes, damit die Leute auch drauf kommen. Vielleicht mache ich den Bauch noch grün. Dann schaut es nicht so krass aus wie Tabaluga. Ja, das ist. Oh shit, ey, das tut mir leid, aber das wird ja nichts mehr. So? Oh, das tut mir leid. Da habe ich mich übernommen. Das Logo noch zeichnen können. Oh shit. Es ist einfach nur gut. Es wird. Okay, schauen wir einfach mal, ob es ein Tabaluga wird. Wir wollten Jurassic Park machen, aber. Das ist einfach schön. Ich weiß nicht, ob man darauf kommt. Ah, hier können noch. Wird schon passen, wird schon hinhauen. Wir haben noch hier immer so Haare gehabt. Ja, die Kugel vom Jurassic Park hätte ich noch malen können, aber das wäre jetzt. Zeitproblem, glaube ich, so in Ordnung. Meinst du? Können die das? Ah, ich hab's versaut mit einem Klick. Okay. Alter, oh wie geil. Wow. Okay, das ist ja geil. Ey, wie cool ist das denn? 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 Das ist richtig wie cool. Ist das wie denn? Cool. Warte mal ganz kurz, bevor wir es hinschreiben. Wollen wir als denn? Titel Mashup-Titel schreiben, sodass man rausfinden muss, welche beiden Filme es sind? Oh, bitte nicht. Nicht? Oh Gott. Nein, wir wollen. Du musst beide Filme mixen. Oh lol, über den Titel mixen. Sicher? Okay. Ich hab meins. Wirklich jetzt? Doch, das ist aber, nur wenn ihr wollt. Müssen wir nicht. Ich mach's aber. Wenn was Cooles einfällt, cool. Dann ja. Schon cool. Ich hab's. Das passt so gut zu dem Bild, deswegen ich muss es machen. Geht nicht anders. Okay. Happy Wheels. Nein, Leute, das ist nicht Happy Wheels. Das ist die Frage. Ist es das oder ist es das andere? Es könnte halt beides sein. Das ist richtig geil, das Bild. Wirklich. Aber das muss, ich glaube, das hat wahrscheinlich nicht Matteo gemalt. Nee, meins ist echt nicht so geil geworden. Ich hab Bart gemalt, aber ist geil geworden. Ich habe bei mir zu viel, habe mich in den Details verloren. Das hat abgemalt, aber es ist echt geil geworden. Das klingt so. Das meine ich so nicht. Es war genauso gemeint, Bart. LOL! Ja, es ist okay, ist okay. Holy fuck! Okay. Oh, voll. Alter, nee, wie geil, Alter. Wie sieht er nochmal aus? Mann, Matteo, du hast mir sehr schwer gemacht mit deiner tollen Mash-up-Titelsache. Findest du? Ja, weil. Findest du? Zweites ist ein Untertitel. Und wenn man den Film nur so peripher kennt und dann den Untertitel... Ich höre dir nicht mehr zu. Was sagst du? Ja. Aber Mama hat ja den. Das ist gut. So schaut das Ding aus. Irgendwie... So ist, glaube ich, ganz gut.
sieht so kacke aus. Okay, jetzt machen wir. Und dann malen wir, boah. Mal wieder ein bisschen simpler alles. Machen wir doch anders. Andersrum. Okay. Wir hatten auf jeden Fall zwei Leute sehr ähnliche Ansätze, sehe ich gerade. Ich weiß nicht mehr genau, wie das Problem ist, ich drücke mich gerade drum, den zweiten Film zu malen, weil ich ihn auch nicht gesehen habe und nicht kenne. Ah, was ist, wenn wir. Ah, wenn ich das Bild auch mashe. Sekunde, ich weiß, wie ich es mache. Mash doch alles dreifach, Mann. Ich mash alles hier, es wird mega mash. So. Jetzt ist natürlich das Problem, das hat hier irgendwie so was dran. Und dann vor allen Dingen. Das ist egal, Christo. Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. So? Keine Ahnung. Okay, das wird schwierig. Das wird echt schwierig zu raten. Keine Ahnung, es tut mir jetzt schon ein bisschen leid, aber nur so ein bisschen. Boah, ich habe eine Idee. Ich glaube, der Chat hat mich da drauf gebracht. So. Ich glaube, das erkennt man so halbwegs. Scheiße. Okay, das wird bad. So, und jetzt ist nur die Frage, wie ich das andere damit kombiniere. Oh, kombinieren habe ich jetzt erstmal. Okay, was ist für eine Hand? Wir haben Folgendes. So. Nee. Ich weiß auch, von wem das kommt. Lara. Was? Was ist denn? Ich weiß nicht, was du meinst. Oh mein Gott. Haben nicht mehr so viel Zeit, ne? Scheiße, Mann. Schön. Oh Gott. Also, ich habe das Gefühl, die Zeit geht schneller rum. Das ist total abgefahren. Ja. Voll. Ja, weil wir uns jetzt mehr Zeit lassen wollen. Okay, meinst du jetzt so scheiße? Ich muss es jetzt so richtig kacke malen, damit die Leute gleich drauf kommen, was es ist. Diese Schwänze? Ich habe mir echt dunkel. Viel zu gezeigt lassen. Das erkennt man nicht. Oh, es wird schlechter, es wird immer schlechter. Scheiß drauf. Das erkennt man noch nicht. Das rafft keine Sau. Das rafft keine Sau. Okay, Leute. Verdammt. Scheiße, das rafft doch keiner, oder? Ach, das, ich bin, mit dem bin ich jetzt unzufrieden. Können wir nochmal neu anfangen? Das ist halt so bad. Es ist egal, Leute, es muss so sein, es tut mir leid. Das ist kacke. Scheiße. Oh, shit. Schön noch Details reindrücken, obwohl es nichts mehr ändert. Das ist einfach so. Ein Mund noch? Oh mein Gott, ich kann weiß ihn nicht. Kein Plan. Neue Mann erkennt. Shit. Ja, guck mal hier. Die hat doch geleuchtet, oder? Irgendwie so. Oh. Die Haare sind ein bisschen wild, aber ansonsten hätte man es vielleicht erkannt. Aber wenn es läutet, hat man eh noch ein bisschen Zeit. Das erkennt. Oh, ich hätte noch. Oh, das könnte. Warte mal. Scheiße. Das könnten mehrere Dinge sein. Was ist denn das erste hier? Was ist denn da? Was ist denn das? Was ist das? Was? Was ist das? Ja. Oder? Oh. Sorry. Das ist geil geworden, ja, aber. Ist es das? Ich gucke nicht in den Chat, aber ich glaube, ich verkack's jetzt. Es könnte halt auch. Das ist doch nicht Robin Hood und Frozen, so? Das ist doch nicht Tangled. Vielleicht das ist so Merida. Ja. Das könnte auch. Merida und Frozen ist das. Ich weiß nicht. Mein Chat trollt so hart rein.
Nee, das ist nicht, oder? Nein, ich raff's! Zu abstrakt. Ja, okay, darf ich es ein bisschen schwieriger nennen? Das ist es, oder? Oh, ich habe mich vertippt. Das ist schwierig mit den... Und, ich gucke jetzt in den Chat. Hab ich's? Ja, danke, ich hab's gerade gesehen. Oh, ich hoffe, ihr checkt so den Titel, Alter. Ja. Der Titel möchte ich. Habe ich Turnaround geschafft? Turnaround. Okay. Hallo. Okay, wie witzig. Okay. Okay. Oh, ich weiß alle den Titel Mashupen, ihr Penner. Oh, das ist so schwer. Okay, wir brauchen einen guten Hintergrund. Okay. Ich will mich nicht wieder zu lange aufhalten. Wir malen jetzt. Sagt er und okay. Darth Vader mit. Was er schon gezeichnet hatte. Einem Ring, der den Ring schweben lässt. Time's up, vielen Dank. Hey, danke für den Sub. Sorry. Oh, danke. Hey, alles gut. Das war richtig, war sehr gut. Jetzt ein richtiges Slot-Hähnchen. So. Ah, nee, warte mal, da muss ja hier so Dings zu sein, ne? Einfach mal alles in schwarz. Irgendwie so richtig eklig hier. Und so. Dann kriegt er hier so diesen. So. Das Ding. Der Chat will mich jetzt ausnahmen, aber ich habe diesen Film nie gesehen. Oh, da. Scheiße. Ja, ihr werdet mich auch. Rip. Ihr werdet mich auch komplett auslachen. Aber das ist Rip. Was? Ich habe keinen von diesen Filmen gesehen. Wir werden mich alle hassen. Keiner wird mir das glauben, aber. Ich sehe schon, es mal. Also. Ich sehe schon, es also heißt mal Filmeabend in Spandau, ja? Nee, sehr gerne. Lila Enderman. What? sieht das nicht so aus? So, das muss reichen jetzt. Muss reichen. Sorry, Leute. Ich mal's jetzt besonders schwer. Ich glaube aber so, ne? Für euch. Das sieht so creepy aus. Ich würde gerne eigentlich ausmalen. Also, und jetzt? Der Charakter ist so sweet und süß, aber das ist halt einfach Nightmare Fuel. Oh Mann. Voll schwer. Okay. So. Nee, das ist zu rund. Boah, ich komme auch nicht mit diesen Brush-Dings klar. Oh shit. Oh Gott, wenn ich das schon höre, wie schön alle wieder zeichnen. Ja. Nee, das ist bei mir, glaub mir, diesmal nicht. Das schlechteste Bild, was ich heute mal habe. Shit, Alter. Elek. Okay, aber was ist das andere, Leute? Was ist bei mir los eigentlich jetzt gerade? Weil das Gehirn schon nicht mehr mit funktioniert. Ja, das ist gut, dass die letzte Runde ist. Ja. So, und dann. Gott, wird es bad, ey. Und jetzt? Wir machen vielleicht noch so eine. Oh shit. Ja, die hat hier so einen Kopf. Das könnte man aber auch falsch erkennen. Und die hat auch einen Hals. Oh, so, liebe Freunde. So. Okay, Notarztwagen schon da. Das war, glaube ich, eine Katze, oder? Ach echt? Ja, sorry. Ja gut, das ist. Schau, das ist so hässlich einfach. Also mein Bild ist 10 von 10 scheiße. Ja, ich bin. Ja. Zum Glück habe ich Kunst damals abgegeben. Ausmalen geht bei mir auch nicht. Ups. Oh, ich habe wieder Anni gemalt. Oh, nice. Warte, diese Obsession muss aufhören. Ja, es tut mir leid. Ja, es wird auch nicht besser. Ups. Ist wirklich so. Ist schlecht. Alter, wo ist denn hier dieses eine Loch? Ist einfach schlecht, kann nichts mehr machen. Jetzt wird's bei mir echt knapp, aber. Kriege ich nicht besser hin. Die Zeit. Ich schieb's auf die Zeit einfach. Der hat doch hier so krassen. Die hat er doch, ne? Und dann hat er hier das hier. Das kann ich noch dazu malen. Wie male ich das? Verdammt. Oh Gott, das Wichtigste fehlt noch. Schon so lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Keine Ahnung.
Meins ist eigentlich ganz cool geworden. Können wir hier so. Ich habe keine Zeit mehr. Ja, easy. So. Ah, nee, das war kacke. Ah, ja, das wäre noch gut gewesen. Shit. So. Ich habe halt echt keine Zeit. Nein. No. Okay. Oh, lol. Okay. Oh. Ah, voll gut. Wie heißt das hier? Ich weiß. Heißt das so? So, keine Ahnung. Was heißt so? Checkt man das? Ja. Checkt man das? Aber es könnte kompliziert sein. Muss doch jemand raten? Muss es noch jemand zeichnen? Nee. Ah, meine ich ja. Oh Gott. Ah, okay. Oh Gott. Ich war eh. War schon. Das ist aber gut gezeichnet. Ich war eh richtig. Ich war nur gerade lost. Hey, da gibt es keinen guten. Ja, ne. Ja, sollen wir es so nennen, Leute? So? Weiß nicht. Das ist aber auch gut. Weil es Smash-Up-Film, Leute. Ich will auch immer das auf Deutsch heißt. Oh, mein Finger tut weh. Ich hoffe, das checkt man. Ja, das checkt man. Chat hat gerade richtig gute Idee gebracht. Ich glaube, ich würde es nicht kapieren. Aber. Das ja, das passt so. Muss man hinkriegen. Voll konzentriert die ganze Zeit. Einmal zeichnen noch, oder? Es ja, wir müssen. Geworden, ich glaube, es noch muss einmal noch einmal gezeichnet werden. Ich hoffe, das kriegt die Person hin. Oh, wait. Da, oh, dann das. Nochmal zeichnen, what? Das, warte mal. Oh, man. Ah, okay. Oh, warte, Leute. Okay. Oh, lol, okay. Mm. Ich hab's verkackt dann. Also, das wird niemand rausfinden, was ich da geschrieben habe. Es tut mir leid. Doch, ich glaube, ich weiß es. Falls ich deins hab. Nee. Fängst du mit F an? Nein. Okay. Oh okay. Gott, dann gibt's eine zweite Jury. Lil. Oh, ihr seid nicht ready für dieses Bild. Bo, bo, bo. Next. Okay. Warte mal, was ist das Letzte? Ich muss das. Also, ich hab eine Idee von dem hier. So. Grob. Wir sind nicht bereit für dieses Bild, Mann. Ich bin nicht bereit für. Du bist nicht bereit. Ich bin bereit für die Klapse. So, trust me. Du denkst vielleicht, du bist bereit. Aber ich bin es nicht so schnell zeichnen. Okay, sorry, tut mir leid. Okay. Okay, okay, so. Okay. Das Gefühl, ich am Ende werden meine Bilder immer mehr kindisch. Muss. Also kindlich so. Okay. Ja, das sind erst die wichtigen aus. Dinge im Leben zeichnen. Achso, warte jetzt mal andersrum. Okay, wie mache ich das? Nee, ich raff's aber auch nicht genau, was es sein soll. Ich muss jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, was jetzt. Das ist wirklich schwer, was ich gemacht habe. Ja, mit F, ne? Ja. Ja, ja. Also, ich weiß den zweiten Teil nicht. Ich gebe dir einen ganz kleinen Tipp, ja? Ja, vielleicht kenne ich es aber auch nicht. Es ist beides Animationsfilm. Oh nein, dann. Blöd gemalt, gerade hier unten. Ja. Ich gucke jetzt auch nicht in den Chat, ich versuche jetzt einfach selber. Naja. So. Hm. Okay. Ich weiß nicht, was das. Beides Animationsfilm, dann habe ich das nicht gesehen. Ich habe den einen auch nicht gesehen von den beiden. Sag ich ihn trotzdem meins weiter erstmal. Schon angefangen, ich bin jetzt committed, ich komme nicht mehr raus. Kann nicht so, das sieht so kacke. Voll verzeichnet, ey. Ich muss jetzt richtig angasen, weil sonst schaffe ich die anderen Sachen nicht mehr. Okay, accidentally. Sieht so fugly aus, Alter. Fugly, also no. Was trägt denn dieser Charakter? Trägt der überhaupt irgendwas? Es ist schwer. Oh, scheiße.
Wo sind die Löcher da? Oh, alles gut, Bart? Das Game killt mich einfach komplett. Oh, das ist einfach so schön. Es ist einfach nur schön. So, hier ist ein Okay. Oh, das frag mich nicht, ey. Was ist denn das hinten? Ich guck jetzt einfach. Ah, kenne ich nicht. Zweite, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ja. Leider kenne ich das nicht. Tut mir sehr leid, Matteo. Beim nächsten Mal habe ich besser versprochen. Ich habe Spaß beim Zeichnen, das ist die Hauptsache. Ist gut, das stimmt. Wieso läutet das Telefon schon? Ich bin noch nicht ready. Weiß nicht, welches zweite, was ich zeichnen soll. Alter, ich komme nicht so schnell. Ich kann nicht so schnell. Sorry. Kein Plan. Zeichne nur das eine, wovon mich. Ich kann nicht so schnell. Okay. Ich muss jetzt mich richtig beeilen. Ich hoffe mal, das funktioniert so, aber. Ich weiß leider nicht. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Was sagt ihr, Chat? Ich habe keine Zeit. Ich denke, das ist okay, oder? Oh shit, fuck. No. Gone. Oh Gott. Kein Plan. Ich habe irgendwas aus dem Chat noch hingemalt. Ich bin komplett gespannt. Keine Ahnung, ey. Boah, das war jetzt nochmal richtig intens, Mann. Richtig krass. Ja. Ja. Das hat mein Gehirn zerfickt. Aber ja, ja, auf jeden Fall. Aber voll geil, same. Ey. Es ist auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie anstrengend, ne? Ja, voll. Ja, voll. Vor allem mit solche Art schönen und Sachen. Und, ja. In jeder Art und Weise, ja. Auf jede Art und Weise, ja. Erstmal rücklehnen. Okay, jetzt bin ich gespannt, was jetzt hier kommt. Ja. Okay, let's go. Ja. Wollt ihr jemand von euch danach schlafen gehen? Weil nach den Bildern von mir werdet ihr es nicht mehr können. Okay. Schlafen nicht, aber... Ich wollte eh durchmachen. Oh, Alter! Ey, ja, Mann, Lara, komm! Ja. Nee, Votekick Lara jetzt. Votekick Lara, es reicht. Es reicht jetzt auch, ey. Erkennt ihr Sinn? Ja, Merida und Elsa. Nein, keine Ahnung. Was ist das? Simpsons oder Harry was? Harry Potter? Simpsons. Ja. Merida. Völlig unverfroren. Oh, cool. Geil, Anni. Auch. Und das war für mich schwierig. So hart. Ja, ja. Oh, war stark. Ey, stark. Frozen Merida. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Ihr werdet einfach schockiert sein. Oh, süß. Das ist voll geil. Das ist auch geil. Dass ihr den Schneemann so nailt, ist heftig. Ich kenne den Film leider nicht. Ja, den Blick von mir. Ja, und richtig gut. Das war das, was ich so gestruggelt habe. Ich wusste nicht, was es ist. Ja, gut. Und dann habe ich Free Willy und... voll gut! Aber es ist richtig gut! Geil, Mann. Shit. Aber geil, spannend. Alter. Lara, insane. Jurassic Park und Star Wars? Ja. Oder Godzilla? Echt? Ich hab's anders. Oh je, ich hab Jurassic Park. Bei mir kam es auch anders an. Ja, okay. Ah, ja, genau. Ja, wir haben eben Chat gerikselt, ob ich hätte noch das Logo zeichnen sollen. Alter, Lara schon wieder. Mega, nee, einfach also, Lara. Leute, wenn Lara dabei ist, dann werde ich nicht mehr mitspielen. Das wird zu krass. Das wäre zu krass. Lara, du googelst, oder? Also, ich glaube, Lara uploadet einfach Fotos. Irgendwie hat sie da einen Hack gefunden. Ja, voll. Oh, geil, Alter. Mega nice, mega nice. Die Brush-Sache, ne? Gott, war Six Starzilla. Gott, was da so lag. Das ist cool. Krass. Oh, ja, wow. Das war super. Nice. Anni, was ein geiler Stormtrooper. Der Stormtrooper ist richtig wild. Die Schatten bei Godzilla sind aber auch wild. Ja, Digga, ich weiß nicht, wie Godzilla aussieht. Ich glaube, der ist grün. Mal reinschattiert. Ich bin so gespannt, ob ihr meins gecheckt habt. Aber der Stormtrooper ist sick. Sehr gespannt. Ich bin so gespannt, ob ihr meins gecheckt habt. Ja, ja, natürlich. Ja. Oder gecheckt. Sexszene. Ja. Aber dann hab ich gecheckt. Nee, warte mal. Avatar und? Avatar. Okay, Avatar. In 3D. Avatar. 3D. Ja. Aber 3D, okay. Oh Mann. Ja, krass. Oh mein Gott, ich bin das ist.
Ja, und ich hatte erst Avatar und Masopilami, aber der Masopilami ist es nicht. Der ist gelb. Masopilami ist gelb, Mann. Nur einen langen Schwanz. Aber dann, ich habe ja noch mich auch gerettet, Leute. Entspannt euch. Masopilami hat doch so einen mega, mega langen Schwanz. Ja. Richtig lang. Avatar. Ja, war gut, war stark. Mann, ist echt cool. Avatar. Ultra gut, Anni, Wahnsinn, geil. Avatar. Oh, saugut. Das ist halt heftig. Das ist heftig. Yeah, Mann. Caillou. Ich liebe es. Komm doch und spiel mit mir. Caillou. Ich bin Caillou. So geil geworden. Ja, aber leider. Ja. Ja, aber also war ambitionierter und hat dann irgendwann ganz schnell nachgelassen. Das Iron Man, zurück in die Zukunft. Ja. Jetzt kommt's, Alter. So, Kara und dann noch mal Iron Man. Hey, aber man sieht, ich finde dein Iron Man besser als meiner. Ich hoffe, er hat den Titel erkannt, den ich geschrieben habe. Zurück zum Endgame. Oh, ja. Also nicht ganz. Danger. Oh, ein geiler Twist. Geiler Twist, okay. Nice. And into the future. Oh, shit. Oha, guter Titel. Geil. Und jetzt? Oh, ist wieder am Anfang. Ist full circle. Ja. Richtig gut. Voll nice. Ja, wie krass, Fischi, hast du gecheckt, dass Endgame dann wieder zu Iron Man wird? Ich kenne nur ich kenne Endgame nicht. Ich habe das nie gesehen. Ich weiß nur, dass Iron Man da drin ist. Okay, wir sind aus Versehen ultra schlau. aus Versehen mega smart. Ja, Das war so geil. Anni, das ist ja auch richtig insane. Gefeiert. Das ist ja auch insane. Ey, die Schatten machen es einfach, ne? Ja, Schatten machen es einfach. Man hört dich nicht. Man hört dich nicht, wenn andere reden. Ach so, oh je. Du musst das einstellen im Discord. Aber was hast du gesagt? Verdammt. Ich habe gesagt, merke euch das mal bitte. Und übrigens, Anni, du Arsch, weil du es viel besser gezeichnet hast. Es ist so geil. Hosen der Löwen. Sau gut. Es ist sau gut. Oh, oh süß. Ja, das war richtig geil. Aber die hat eigentlich keinen Zauberstab. Nee, hat sie nicht. Aber wurde mir vom Chat auch gesagt. Ich kenne den Film leider nicht. Bildungslücke. Ja. Der okay. Elefant! Nein, das ist der unten von Sendung mit der Maus! Oh mein Gott, das ist von dieser Sendung mit der Maus, ich kenne ihn! Der Löwenkönig, völlig unverfroren. Der ist ja geil. Süß. Der Löwenkönig. Wie geil. Hallo, Lara, schon wieder. Süß. Ey, heftig. So schief, komisch schief. Heftig, heftig. Nice. Sau stark. Das bin ich nicht der Einzige. Würdig. So. Ja. Das war okay, so Papo. Cool. Gut. Ja, voll gut. Ey, das ist auch schon gut. Der steckt auch nicht. Das ist richtig gut. Ja. Oh, ich hoffe, man hat es gecheckt, Alter. Oh, Bart, übrigens, Titel geil. Nice. Ey, wie, das ist auch eine geile Idee, Anni. Den Titan zum... Attack on Titan und S. Oh, das nice, ist bekannt. Ja, ich wollte eigentlich S als Ding machen, das war zu klein. Auch geil nice. Gezeichnet. Oh, sick, einfach dieses Gesicht. Geil. Attack on it. Tech on it. Ja, auch erkannt. Nice. Das ist stark. Gut. Alter. Länger Runde. Aber den Zehen, Alter, unheimlich. Ja. Ja. Ich finde das Sixpack nice. Ja. Ist hot. Oh, das sehr fand ich cool. So geil, das Bild. Das fand ich richtig geil. Oh, da war ich mit meinem richtig. Na, Sauron und der Todesstern. Ja. Geil. Ja, der Sterne. Oh, ja, cool. Super. Oh, hey. Ja, der Sterne. Ich war so sauer auf mein Bild, ne? Aber das Bild ist so geil. Was? Über mir. Oh, so gut. Gollum mit Laserschwert? Ja, geil. Geil. Oh, nice. Das Gollum ist auch zum Glück. Ja, klar. Voll, ja. Die Hautfarbe, die Augen machen's. Herr der Ringe. Stimmt, das ist ein schwarzer Schlitz. Ich hab's voll verkackt. Naja. Oh, lol. Ah, wie geil. Oh, auch mega stark geworden. Und Herr Anni? Episode 4. Das ist auch gut. Jetzt Bart. Oder mit dem Grip. Yeah, Mann. Der Hut. Okay, geil. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Geile Runden. Woher ist denn Scheiße. Der ist einfach nur so, oder? Ja. Der Hut ist nur für den Drip. Bin mir nicht. Ey, wie nice die Bilder sind, ganz ehrlich. Ja. Wirklich richtig. Mega gut. Mega. Oh, war das cool. Sau geil. Das war eine richtig geile Folge. Das war richtig geil. Ohne Scheiß. Ja, richtig nice. Danke vielmals. Aber wie gesagt,
wenn ihr andere Streamer seht, die das kopieren, direkt reporten bitte. Ja. Ich will das nirgendwo sehen. Das gehört uns. Oversexualized-Themen ist so ja, gut. Ja, fand ich auch geil. Macht viel mehr Spaß, wenn man nicht die ganze Zeit Penis im Malen muss oder Matteo. Freu mich. Ja. Ja. Voll geil. Ey, geil. Ey, vielen, vielen Dank fürs Einladen. Hey, ja, war ja, sehr schön. Gerne auch, wieder. Ne? Sehr viel Spaß gemacht. Länger Abend, wieder, danke euch. Nächste Woche wieder, oder ja, ja. Ist das jetzt die neue Mittwochsrunde so? Mittwoch, ja, 20 Uhr. Also mir ist nicht immer fest, dass ich mittwochs immer kann, aber wenn ich kann, bin ich sehr gern dabei. Wir können ja auch einen festen Tag die Woche machen. Weiß nicht, gibt's noch die Among Us-Gruppen dieses und Donnerstags? Ja, ne? Nee, weil aber die Among Us ist nur Dienstag, Donnerstag. Ja, da kann ja, ich nicht. Okay. Die Problematik bei mir ist, ich muss jede Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eigentlich arbeiten. Man kann ja auch schon kündige Tage doch einfach. Kündige ja, genau. Doch. Malen ist auch geiler. Ja, doch Streamer. Kündige doch einfach arbeiten. Ja, ja, ja. Ja, man kann ja einfach, wir können auch eine Gruppe machen irgendwie irgendwo und dann. Das sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Discord oder. Ja, finde ich Twitter nice. So. Ja. Finde ich Twitter nice. Ist, ich gucke nie auf Twitter. Oh Gott, die Gruppe auf Twitter finde ich so furchtbar. Lass ICQ oder so. Oh, okay, cool. Alles klar, ich klinge mich aus. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen, vielen ebenfalls Dank. Ebenfalls. Dankeschön für den ciao. Schönen Abend. Tschüss. Danke. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Wir sind jetzt alle raus. Alle. Ja. Aber jetzt habe ich gar kein Liedchen mehr bekommen. Ja, wünsche ja. Noch schnell. Dieser Chat hat vorhin geschrieben, das A-Team. Dings. Ich dachte, das ist du. Yeah! Das war nicht ganz richtig. Aber hat voll gepasst. Oh, mein Herz geht auf. Danke vielmals. Gar kein Problem. Gerne wieder. Sehr cool. Hey, Chris. Ja, was los? Kannst du Titanic spielen? Einfach. Oh. Einfach als Abschluss. Darf ich wahrscheinlich gar nicht, weil mein Nachbar wird wieder klopfen sonst. Geil. Super. Kündige einfach. Alles klar. Entschuldigung, mein Nachbar nervt mich. Ich kündige jetzt. Ja. Ciao. Na passt. Judy, schönen Abend euch. War wirklich super lustig. Bye, bye. Ja, danke für die Einladung. Ciao. Ciao. Tschüss.